das nicht bestätigen. Ja, doch, ja, habe ich ja vorhin schon ein paar Mal eigentlich. Also zum Beispiel das mit Nein, dem Universum, dieser dass es sich Wunder von Koran ist ausdehnt. ja nichts. Ja, nee, Okay, nee, das. das mit dem Universum, ganz kurz, dass sich ausdehnt, da habe ich dazu gesagt, dass es schon antike Griechen gab, 1000 Jahre etwa vor dem Koran. Und die haben das auch gesagt. Dann hast du gesagt, ja, da gab es auch schon vielleicht Evangelien und wie auch immer, aber zeig mir mal, dass die Griechen das von denen haben. Also das kannst du ja nicht einfach so Aber behaupten. warum glaubst du denn an die Antiken? Warum glaubst du so fest an diese, bestätigst du das? Warum bestätigst du diese Griechen und die anderen bestätigst du nicht? Weil es mehrere Quellen gibt als nur irgendein Buch, was gleichzeitig auch behauptet, Siehst du, dass das ist viele magische Dinge passieren. Ja, nee, die Sache ist halt, ich glaube lieber Menschen, die versucht haben, sich irgendwas zu erklären, die auch so schon andere Sachen sich erklären konnten, die herausgefunden haben, dass zum Beispiel die Erde nicht flach ist, sondern eher sowas wie eine Kugel, und die auch die Experimente dafür zeigen können. Den glaube ich halt lieber als irgendjemandem, der sagt, es gibt ein Wesen in irgendwo und das hat alles geschaffen und das ist allmächtig und zum Beispiel, dass Mohammed den Mond gespalten hat und wieder zusammengesetzt hat. Das sind halt alles so, das kann ich halt Nicht so nicht Mohammed, einfach das stimmt doch glauben. nicht. Aber das stimmt doch nicht, dass Mohammed. Mohammed war doch ein Mensch wie du und ich. Wenn hat das die Allmächtigkeit gemacht? Die Energie Gottes. Das Ja, aber Universum. Aber doch nicht darum geht es Mohammed. gar nicht so Auch sehr. Ja, darum geht es Jesus gar war auch nicht. ein Mensch. Jesus war auch ein Mensch. Von Jesus behaupten sie auch, ist ein Gott. Der war ein Mensch wie du und ich. Der ist nicht vom Himmel gefallen. Der ist aus seiner Vagina gekommen. Von Maria, von seiner Mutter Maria. Ja, Aber das ist real. Das ist echt. ohne männlichen Samen, oder? Auch Moses konnte das Meer teilen mit einem Stock. Das war doch nicht der Stock, das war auch nicht Moses, das war Ja, Gott. Gott, der Schöpfer. das sind jetzt eher Details. Am Ende geht es darum, das sind Sachen, die Ja, in der heutigen Zeit ja nicht passieren, oder? aber das ist traurig, mein Lieber. Weißt du, wie viele Menschen es gibt, so, die so denken wie du, bis es zu spät ist und dann sagen sie, oh Scheiße, warum bin ich jetzt so unter die Erde gegangen? Warum bin ich so arrogant da gewesen und habe das nicht bestätigt? Was Nein, das ist hätte ich nicht denn arrogant. verlieren Ich können? kann, Was guck hätte mal, ich ich denn kann doch nichts verlieren können? dafür. Guck mal, ich kann doch nichts dafür, wenn es mich nicht überzeugt. Das ist nicht so, dass ich einfach es nicht glauben will, sondern ich kann es nicht glauben. Verstehst du? Und warum soll ich dafür irgendwann mal bestraft werden? Noch nicht, vielleicht. Vielleicht noch nicht. Vielleicht kommt die Erscheinung. Vielleicht kommt das Segen irgendwann. Vielleicht macht das irgendwann mal Klick. Ich glaube eher nicht, aber wenn es nicht Nein, Klick sag doch macht. sowas nicht. Guck mal, weißt du, ich bin Boxtrainer. Ich bin Okay. Boxtrainer und ich habe manchmal Boxer in der Kabine, die dann zu mir sagen, ja Trainer, ich glaube, ich pack's nicht. Ich glaube nicht daran, dass ich gewinne. Da sage ich Ja, dann, hallo, glaub doch mal daran und sag einfach, ich will. Sag einfach, ich will gewinnen. aber das ist halt Nimm nicht so die ein Angst guter als Vergleich für Freund. mich. Hör mal, nimm die Angst als Freund. Nimm die Aufregung als Freund. Nimm den Stress als Freund. Du wirst es packen. Aber wenn du sagst, ich will nicht, oder ich schaff das nicht, oder ich glaube nicht daran, dann ist doch klar, dann hat es schon im Kopf angefangen. Ja, aber selbst dann kann ich nichts dafür. Ich kann doch nichts dafür, wenn ich es einfach nicht glauben kann. Zumindest Doch, mein momentan, wie auch Lieber, du kannst immer. einen Schritt vorgehen, du kannst einen Schritt voraus, einen Schritt gehe Nee. ich, einen Schritt ran. Nee, das hört sich an wie, ich muss erstmal es glauben und dann verstehe ich es so mäßig. Aber ich habe ja schon viele Sachen gehört, die haben mich nicht überzeugt und ich finde es komisch, wenn man mich dafür verurteilen will. Also wenn Ja, Gott aber mich jetzt dafür hast du was verurteilen anderes will. von gehört. Jetzt hast du was anderes gehört. Nicht immer so irgendwas. Du musst ja auch wissen, es gibt ja auch viele Unwissende. Du darfst auch nicht. Schau mal, was anderes. Du kennst doch Mobbing, wa? Mobbing. Ja, Mobbing, zum Beispiel du Opfer. Du schaffst nichts. Du bist ein Loser. Du bist ein Loser. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich Dann verstehe, was sind, Mobbing manche ist. nehmen diese Worte und die lassen sich in einen Knast stecken von diesen Worten. Die sind in einem Knast, in einem Gefängnis. Verstehst du? Ich verstehe, was So, du er hat meinst mir im gesagt, ich bin ein übertragenen Loser. Sinn. Ja? Ja. Verstehst du? Ich habe ja auch mit so einem Menschen zu tun und mit so einer Jugendlichen und ich helfe ihnen. Ja, ich Und, verstehe schon. Guck mal, auch ohne Mist, ich verstehe schon deine wahrscheinliche Absicht, weil du bist ja überzeugt, dass man diese Sache annehmen sollte, dass es besser für einen wäre. Du willst praktisch helfen, in dem Fall vielleicht sogar mir. Nur die Sache ist halt, ich glaube diese ganzen Sachen nicht und ich finde nicht, dass irgendein Wesen, ob es jetzt Gott ist oder irgendein Mensch, ganz egal, dass er mich dafür verurteilen kann. Weil ich kann nichts dafür, was mich überzeugt. Und wenn der Koran mich nicht Du gehst immer überzeugt von oder... einer Verurteilung. Du gehst immer von einer Verurteilung und du gehst immer von einer Bestrafung. Wir wissen es doch nicht, wir beide.
Geh doch nicht immer von einer Verurteilung und geh doch nicht immer so. Ja, nochmal. Also ich habe ja vorhin, nee, ich habe doch vorhin schon das Zitat von Sure, weiß ich gerade nicht mehr genannt, wo es hieß, dass Leute, die mal gläubig waren und dann den Glauben verlassen, eine harte Strafe von Gott bekommen. Und das allein schon ist schon für mich unmoralisch. Du hast kein, kennst du dieses Positivdenken? Ja. Hast du leider nicht in dir, leider nicht. Okay. Guck mal, stell dir mal vor. Ich stehe vor einem Richter. Ich würde schon sagen, dass ich das habe. Hör mal. Okay. Stell dir mal vor, okay. Ich stehe vor einem Richter und du sagst zu mir, Dschihad, dieser Richter, oh Mann, der ist der einer der krassesten. Der ist böse, der wird dich bestrafen. Hörst du mich gerade? Okay. Ja, ich höre dich. Ich habe manchmal gesagt, Dschihad, mach ich kurz. Dschihad, dieser Richter wird dich bestrafen und der ist krass. Ich mag ihn nicht, ich liebe ihn nicht und. Dann komme ich und stehe vor diesem Richter. Okay. Ja, ich stehe vor dem Richter und er sagt zu mir, erzähl mal. Ich erzähle ihm. Ich sage zu ihm, ich verzeih mir und ich habe vielleicht einen Fehler gemacht. Bitte entschuldige und dies und das. Er sagt zu mir, okay, Dschihad, komm. Du wirst nicht bestraft, du kriegst einen Freispruch. Alles gut, mein Lieber. So auf eine Art. Ja, aber ich werde mich nicht dafür entschuldigen, wenn ich nicht glaube. Nein, ich habe jetzt gesagt Entschuldigung. Oder ich stehe einfach so und ich erzähle meine Geschichte irgendwie auf meine Art. Und er sagt zu mir, weißt du was? Ich finde dich irgendwie cool, ich finde dich gut. Ist okay, ja. Komm. Du wirst nicht bestraft. Obwohl der eine mir gesagt hat, der in seiner Biografie, der heißt der Bestrafer. Oder der Blablabla. Bla, bla. Aber warum steht es denn dann aber im Buch so drin? Also guck mal, ich habe ja schon gesagt, da stand dieser Vers, Sure 16, Vers 106, mit diejenigen, die nicht an Gott glauben, nachdem sie gläubig waren, Punkt, Punkt, Punkt. Und sie haben eine gewaltige Strafe zu erwarten. Es gibt sogar noch andere Verse. Es gibt Sure 3, sehe ich gerade noch, Vers 86 bis 91, da steht, wie sollte Gott Leute recht leiten, die ungläubig geworden sind, nachdem sie gläubig waren und nachdem sie bezeugt haben, dass der Gesandte wahr ist und die klare Beweise erhalten haben, ihr Lohn besteht darin, dass der Fluch Gottes und der Engel und der Menschen insgesamt auf ihnen liegt. Also es ist ja schon klar, dass in irgendeiner Form irgendeine Art von Strafe zu erwarten ist dafür, dass man aufgehört hat zu glauben. Und das ist für mich unmoralisch. Also wenn du dann sagst, ja, aber vielleicht wird es keine Strafe geben, mag das ja sein. Aber diese Sätze, diese Verse in dem Koran sind für mich halt unmoralisch. Und ich verstehe nicht, warum ein göttliches Wesen, was Gutes im Sinn hat, etwas Unmoralisches in diese Bücher reinschreiben lassen soll. Das verstehe ich einfach nicht. Jetzt gebe ich dir eine Antwort. Okay. Der Koran wurde doch nicht von heute auf morgen herabgesandt. Er wurde in circa 23 Jahren, wurde er von den Erzengel Gabriel immer von Sure zu von Sure, Kapitel von Kapitel herabgesandt, in diese 23 Jahren. Und diese Sachen, die du da manchmal liest, sind Ereignisse. Es waren Ereignisse. Es waren von einem Volk, irgendwas ist passiert und dann wurden sie da geschrieben. Das sind Ereignisse. Zum Beispiel, du weißt ja, aber die sollen ja auch, die sollen ja irgendwas vermitteln. Diese Geschichten sollen ja irgendwas vermitteln. Dir, du kennst doch diese tötet die Ungläubigen, egal wo ihr sie seht, richtig? Mhm. Tötet die Ungläubigen, egal wo ihr sie seht. Mhm. Diese Islamkritiker und Islamhasser nehmen sich nur diesen ein, zwei Sätze. So, egal wo ihr sie seht, tötet die Ungläubigen. Mhm. Aber das stimmt so nicht. Das ist ein Ereignis passiert von einem Volk in Medina, da waren ungläubige Menschen, jetzt ungläubige, also die waren, die haben an nichts geglaubt, an Stein oder so. Okay. Und dann, hör mal, dann meinte der Prophet Mohammed, ladet sie doch bei euch zu Hause ein und redet mit ihnen über Gott und die Welt. Mhm. Was taten dann diese Menschen? Sie haben angefangen, sie umzubringen. Entweder im Schlaf, in der Nacht und raubten ihnen ihre Häuser weg und. Das geschah in diesem Ereignis. Und dann kam. Ich verstehe schon, was du sagen willst. Das ist nicht einfach. Dann kamen die zum Prophet. Hör mal, dann kamen die zum Prophet und meinten sie, ey, die töten uns. Was sollen wir machen, oh Prophet? Dann meinte er, ich kann nichts befehlen. Ich kann jetzt nichts befehlen. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen.
Dann kam der Erzengel Gabriel mit der Botschaft und meinte und sagte zum Prophet: Dein Volk sollen sich verteidigen. Wenn sie euch töten, so tötet sie, egal wo ihr sie seht. Aber wenn sie Reue zeigen, so verzeiht ihnen, wenn sie Reue zeigen. Verzeiht ihnen. Also deswegen sage ich dir doch, dass die lesen dir weder den Anfang noch das Ende. Sie nehmen sich, die picken sich nur das raus. Ja, aber Deswegen es sage gibt ich dir halt doch, für die mich. Geschichten sind in Ereignissen passiert, mein Lieber. Also, ja, okay, ich habe jetzt schon mal nochmal jemanden hochgeholt, der sich auch gut damit auskennt. Ich glaube, er will was dazu sagen. Hi Trevor, hi zurück. Hallo Ich kann dich zusammen. auch nicht mehr lange, aber schönen guten Abend, Trevor. Gerd. Es ist sehr schade, dass du dich mit dem Buch und wie es entstanden ist, nicht besonders beschäftigt hast. Was du hier zum Besten gibst, ist das sogenannte SIN. Auf Englisch Standard Islamic Narrative. Und leider ist nichts davon korrekt. Wir können ja Sagst bei du? der Entsch Nein, das sage nicht nur ich, das sagen sogar deine höchsten Gelehrten. Kennst du Dr. Die Ja, ja, höchsten, kennst du, ja, was sind kennst du das denn Dr. für Gelehrten, die Yasir Kadi? den Koran Weißt du, wer Dr. verteidigen? Das sind Yasir doch keine Kadi ist? Gelehrten. Genau, lass Trevor bitte kurz ausreden. Weißt du, wer Dr. Yasir Kadi ist? Weißt du das? Nee, sagt mir, das höre ich zum ersten Mal. Das ist schade, weil das ist einer eurer höchsten Gelehrten. Der ist Was heißt denn tatsächlich auch. euer? Das heißt, einer der höchsten Gelehrten des Islam. Und der ist im Prinzip unantastbar. Und der sagt, Er das ist hat keine in, er Bestätigung hat im in, er Koran. hat in Med, hör mir zu. Er hat in Medina gelernt, ja. Er hat sogar eine islamische Schule für Benehmen in den USA aufgebaut. Und da ist der Hauptsitz. Das hat sich dann in die gesamte Welt verteilt. Und dieser Dr. Yasir Kadi hat in einem Interview vor gar nicht allzu langer Zeit noch öffentlich gesagt, dass das, was du hier zum Besten gibst, gar nicht stimmt. Er Okay. sagte wortwörtlich, die Muslime werden absichtlich im Dunkeln gelassen und die Gelehrten, ja, wir besprechen solche Dinge nur hinter verschlossenen Türen. Wenn sie wissen würden, was wir wissen, wäre es morgen mit dem Islam vorbei. Du kannst dir bitte, wenn du möchtest, kannst du dir dieses Interview anschauen. Das ist, glaube ich, heute noch auf YouTube oder Okay. auf vielleicht auch hier auf TikTok. Das kann ich dir nicht genau sagen. Tatsache ist, und lass dir das von jemand sagen, der sich sowohl geschichtlich, also historisch, als auch lyrisch mit dem Koran beschäftigt hat. Keine einzige Aussage im Koran stimmt, wenn man sie überprüft. So sieht es aus. Das sagst Das du. ist die Und Wahrheit. das sagt dein Gelehrter, das ist dein Gelehrter, aber ich will dir mal was sagen, wenn einer jetzt Das sagt, ist nicht mein alle, Gelehrter. aber hör mal, ich kenne einen Historiker und Physiker und der hat irgendwie gesagt, die alle Deutschen sind Nazis. Ja? Alle Deutschen sind Nazis und ihr müsst aufpassen von denen. Sag mir doch ganz, pass Ja? auf, es ist doch ganz Warte mal, einfach. warte Ist mal, doch warte ganz mal, einfach. warte mal bitte. Was ist das für ein Schwachsinn? Was ist das für ein Schwachsinn, so ein Schwachsinn? Sowas, dass ich sowas glaube. Oder wenn jemand sagt, alle Muslime sind Terroristen. Glaubst du wirklich, wir Guck wären noch mal. alle am Leben? Wir wären noch alle am Guck mal. Leben, wenn alle Muslime Terroristen und Mörder wären und Das Vergewaltiger? sagt doch keiner. Das hat niemand Nein, gesagt. Und guck mal, nein, doch, du es sagst geht doch doch, es gerade geht der doch hier um Gelehrte, ja. Glauben. Hör Und mal das ist zu. doch Es geht Quatsch. doch hier um Glauben, mein Bester. Ach, Und so ein Glauben Quatsch ist ist doch das. nichts anderes als das, was man sich selber wert ist. Du hast Wenn, eben noch gesagt, als du hier gesprochen hast, ich bin nur ein Stäubchen. Stimmt's oder nicht? Richtig, ja, wir sind auch nur ein Stäubchen. So. Und jetzt frage ich dich mal als allererstes, wenn du, hast du eine Familie? Ich gehe mal davon aus, du hast eine Familie. Aber Stäubchen im Sinne von Universum, Ja, weil hab ich hier unser verstanden. Kollege wollte wissen, zum Beispiel über dieses Universum im Planeten. So weit können wir nicht denken. Unser Gehirn macht Cut. Wir sind ein Doch, Stäubchen in das diesem können wir. Sinne. Doch, das können wir sogar sehr Das gut. glaubst du Und wenn wir es vielleicht? nicht,
Das können wir sehr wohl. Und wenn wir es nicht können, dann haben wir Computermodelle, die uns helfen, das Ganze Ach, zu so ein verstehen. Quatsch. Überhaupt kein Wenn bis Problem. heute die NASA forscht, Milliarden pumpen sie rein, damit sie forschen, was auf dem Mond und was es da ist. Sie wissen heute, bis heute noch nicht vieles, Mensch, mein Lieber. Erzähl mir doch nicht so ein Quatsch. Es Ja, gibt genau. Milliarden, Und du hast Milliarden dich von damit Sternen, beschäftigt. Milliarden von Galaxien. Die sind bis heute unerforscht. Du sagst, du weißt es? Dann geh mal zur NASA, Ich Alter, und habe dann suchen sie dich. nicht So gesagt, ein Quatsch, Alter. Man hört doch mal auf ich zu labern, habe bitte. nicht gesagt, hör mir zu, ich habe Man nicht merkt doch, du gesagt, bist jetzt hier dass reingekommen, um alles. irgendwie das durcheinander zu bringen und so, aber das, was du jetzt Ich habe, sagst, stimmt gar nicht. nein, Nein. ich habe nichts gesagt, was ich durcheinander gebracht hätte, oder ich habe auch nichts durcheinander gebracht, sondern ich bringe dir nur bei, was tatsächlich Stand der Wissenschaft ist, Du sonst gar willst mir was nichts. beibringen? Das, was du mir beibringen, ist falsch. Das ist doch kein Beibringen. Ach, pass auf, wenn du glaubst, dass das, was ich dir beibringen möchte, falsch ist, dann müsstest du das bitte vorher überprüfen, bevor du diese Aussage triffst. Ja, Wir haben hier, wir das ist haben ein hier vor Schwachsinn. Das uns. ist genauso, als ob man sagt, alle Deutschen sind Nazis. Das ist ein Schwachsinn. Das ist ein Wir Quatsch. haben, wir Das ist haben hier Quatsch. vor uns, wir haben hier vor uns einen Glauben. Und ein Glaube ist davon abhängig, wie viel man sich selber wert ist. Denn wenn du dich einem Glauben, also mit anderen Worten, einer Ideologie verschreibst, und sei es jetzt Christentum, sei es Islam, sei es Buddhismus, was auch immer, dann triffst du eine aktive Entscheidung normalerweise. Und diese aktive Entscheidung ist davon abhängig, wie viel du dir selber wert bist. Ja oder nein? Alles okay, Und alles das okay. Aber bedeutet, du weißt musst das, du, woran du glaubst, vorher komplett überprüfen. Du musst nicht erst glauben und dann schau besser werden im Glauben, sondern du musst du, erst prüfen. Und wenn es wahr ist, was okay. du prüfst, dann kannst du glauben. Alles andere ist Blödsinn. Du Das weißt aber, heißt, dass der Koran eine Ableitung ist von der Tora und vom Evangelium, richtig? der Weißt du hat das, oder? Elemente davon. Der Koran hat sich Ja. sowohl bei den Und alten dieser Griechen als auch bei Schlaumeier, den dieser Gelehrte, was Sumerern, er sagt, will damit als sagen, auch dass bei dem, als auch bei der Tora, bei dem alle Tanach, heiligen als Bücher auch bei ein. der Bibel bedient. Ja, das ist richtig, sonst nichts. Okay, was sagst du denn Aber über die Tora nichts und davon, was da Evangelium? drin steht, stimmt. Und was sagst du über die Tora und Evangelium? Auch Quatsch? Ja, aber natürlich, was denkst du denn? Guck Auch mal, Quatsch. wann wurde die Niemals. Tora geschrieben? Die Tora ist das Älteste. Wann wurde das geschrieben? Nee, ist nicht das Älteste. Es gab die Sabea, die ist noch vor der Tora. Siehst du, Okay, daran und wann erkennt war man, dass du das? nicht alles weißt. Das Wann war war das? vor Wann war das? Tausende von Jahren noch vorher. 2600 vor Christus nach unserer Ja, Zeitrechnung war das. nicht Und die Christus. Tora war 2400 vor Christus nach unserer Zeitrechnung. Ja, Wann ist waren aber die so. alten Ägypter? Wann war das ägyptische Hochreich? 3650 vor Christus. Wann waren die Sumerer? 5500 vor Christus. Die hatten die gleichen Geschichten, exakt dasselbe. Die gleichen Geschichten, Waren welche das jetzt auch Geschichten alle denn? Leute? War das jetzt auch alles der Koran? Das kann doch nicht stimmen. Was sagst du, die gleichen Geschichten? Das kann nicht stimmen, weil jeder Prophet war in einer anderen Zeit. Das stimmt nicht. Siehst du, du lügst. Das stimmt nicht, was du sagst. Ach, ich Die lüge? Geschichten, was, ja, weil Tatsächlich? die Geschichten im Evangelium, und siehst du, du hast dich selbst jetzt ertappt. Die Geschichten in der Tora, im Evangelium und im Koran sind von Zeiten zu Zeiten entstanden. Das können nicht Aha, von okay. 5000 und 10.000 Jahren passiert sein. Der Prophet Abraham war der Vater der Propheten. Der hat da irgendwelche Ereignisse bekommen. Dann gab es Jesus. Der kam doch viel später. Dann gab Noah mit dem Schiff. Der kam doch auch später. Und und. Mein Das bester, checkst du nicht, Digga. Mein mein bester, komm, bester, hör doch auf. all Hör diese doch, Figuren, komm. die du gerade nennst, all diese Figuren, die du gerade Ja. nennst, hat die Wissenschaft längst bewiesen, dass es sie niemals Du willst gab. einfach mit deinen Aussagen die Leute in die Irre führen. Lass Und doch, behalte doch einfach für nein, dich das will ich nicht. deine Nein, das Irre. will ich nicht. Du solltest mal Behalte prüfen, doch. was du da gerade sagst. Du solltest Was das soll mal ich denn da prüfen. Das prüfen? Das, wäre viel was ich besser. sage, stimmt. Es steht in der Tora, im Evangelium und im Koran. Was erzähle ich denn da? Du greifst doch die Pass mal Juden, die auf. Christen und die Muslime Du an. kannst nicht eine Religion mit einer Religion beweisen. Sowas nennt sich einen sogenannten Zirkelschluss. Das geht nicht. Das heißt, du musst nach außerbiblischen, außerkoranischen und vor allem auch außerhalb der Sekundärliteratur und auch außertoranischen Quellen suchen. Und da wirst du keine finden, außer die Geschichten, die es vorher schon gab. Schau mal, ich habe doch nichts gegen dich, wa? Ich kenne dich doch nicht.
Ich kann nicht über Ich dich habe auch nicht schlecht gegen reden dich, oder aber sonst du was. verbreitest hier Schau etwas, mal, was du nicht besser nein, nein, weißt. nein, nein. Hör mir doch gut zu, bitte. Ich will nichts über dich sprechen. Es gibt keinen Zwang im Glauben oder sonst was. Ich bestätige die Tora, das Evangelium und den Koran, bestätige ich. Das ist meine Meinung. Was da drin Schön. steht, das ist meine Meinung, ich bestätige es. Ja? Und wenn Ich sage, jemand das ist kommt und alles sagt, der voneinander Gelehrte, abgeschrieben. ja, dann sagst du es so, das ist deine Entscheidung, ich habe meine Entscheidung, ich habe meine Meinung, Milliarden haben ihre Entscheidung, du kannst es sagen so, jeder kann es bestätigen, wie er es möchte. Ich bestätige es so, ich glaube an das, du glaubst an das. Du glaubst an eine Kuh, ich glaube an das oder sonst was. Jeder hat so seine Meinung und jeder hat seinen Glauben und seine Religion. Können wir es so belassen? Nein, absolut nicht. Denn das große Problem an der Was ganzen willst du denn Geschichte von mir? ist Willst du mich nämlich, zwingen dafür, dass ich das glauben soll, was der Gelehrte dir da sagt? Warum soll ich das glauben? Warum soll ich das nein, bestätigen? nein, ich Warum möchte soll dich ich? einzig und allein zum Nachdenken und zum Nachprüfen bewegen. Das möchte ich machen, sonst gar nichts. Das Problem ist nämlich, dass du grundsätzlich das übernimmst, was du irgendwo innerhalb deiner Blase mal gehört hast. Aber dass du dich mit wahren historischen Fakten niemals beschäftigt hast, dann wüsstest du nämlich, dass der Koran eben nicht so überliefert worden ist, wie du es gesagt Dieser hast. Gelehrter, den du erwähnt hast, ich kenne ihn nicht Dr. persönlich. Yasir Kadi, richtig. Ja, Dr. Yasir Kadi. Weißt du, wer ich, wenn ich als Vorbilder habe? Jetzt kommt's, Mohammed und Allah. Meine Vorbilder sind Abraham, Moses, Noah, ja, David, Zacharias, Jesus. Und der letzte Gesandte ist Mohammed. Das sind meine Vorbilder. Und nicht irgendwelche Menschen, die vor 20, 30 oder 50 oder 100 Jahre Was machst du aber jetzt, wenn deine Sachen. Vorbilder niemals gelebt haben und wenn das alles nur Märchen sind? Die gibt es aber nicht Märchen. Da gibt es Beweise dafür. Es gibt Beweise dafür, dass sie gelebt haben. Es gibt einen Stammbaum Es gibt sogar. keine Es Beweise gibt. dafür, 0,0. Ja, du sagst Es das. Du gibt sagst das. keinen einzigen historischen Beweis dafür, dass Schau mal, Jesus das jemals Problem ist, gelebt hat. Gibt es du nicht. hast Hass in deinem Herzen. Du hast was gegen Nein, habe ich Gott nicht. und die Nein, und habe du ich hast nicht. Ich was. möchte Ja, einfach doch. wissen, was Du ich willst es glaube. einfach Das ist nicht. Du willst alles. es einfach. Du willst es einfach nicht glauben. Du willst einfach nicht an diese Propheten, an Gott oder Allah oder Tora, Evangelium oder Koran. Du willst es einfach nicht bestätigen. Aber es ist dein Ding. Ich akzeptiere es. Ich respektiere dich auch auf eine Art. Aber Also respektiere erst, bitte auch meine Meinung. also erstens mal, ja, aber du kannst nicht irgendwas erzählen, was nicht stimmt, weil wir wissen es nämlich, und das ist übrigens auch in der Islamschule in Kairo genauso gelehrt worden, der Koran wurde nicht so überliefert, wie du es hier eben beschrieben hast. Das ist nicht korrekt. Den ersten aufgeschriebenen, vollständigen Koran haben wir aus dem ersten Jahrtausend, nicht 630. Das heißt also fast 400 Jahre später. Dazwischen war nämlich noch die mündliche Überlieferung und teilaufgeschriebene Korane. Denn den Urkoran, den Uthman ursprünglich versendet hat an sechs verschiedene Städte, den gibt es Und nicht. du Der sprichst von wurde Uthman, du nirgendwo sprichst von gefunden. Überlieferung. Du sprichst von Uthman, von einer Überlieferung. Wir sprechen von dem Koran. Es ist ein Unterschied. Das ist wie Tag und Nacht. Du sagst Uthman, Uthman war ein Überlieferer. Wir sprechen von dem Koran, mein Lieber, den Koran. Der Koran ist Ja. einzigartig, aber nicht der Überlieferer Uthman oder Hannibal oder keine Ahnung was. Das sind Hadithe, das sind Überlieferer, Uthman. Du musst dich ein bisschen besser beschäftigen mit dem Ich habe mich Koran. genug damit beschäftigt. Ich habe Ja, mich mehr aber du damit sagst beschäftigt Uthman. als du Uthman ist ein wahrscheinlich. Überlieferer, mein Lieber. Uthman ist ein Überlieferer. Ein Überlieferung. Uthman ist Das ein ist genauso Überlieferer. Ich wie glaube, da bist du ein wenig falsch informiert. Uthman ist Überlieferung. Hadith. Hadith. Ich schlag auf. Uthman wird genannt in der Sekundärliteratur. Das ist richtig, ja. Ja, Mann, Treffer. Guck mal, du sprichst hier mit einem Araber, mit einem Muslim. Verstehst du, was ich meine? Der selbst den Koran Ja. gelesen hat. Das ist der Unterschied. Du sprichst mit der Zentrale. Du bist verbunden jetzt mit der Ah, Zentrale. Okay? wow. Ja, das ist Mit der so. Ah, Zentrale. wow. Ja, Wahnsinn. mit der Zentrale heißt also mit jemand, der in der Zentrale ist. Du hörst es von mir direkt. Und dann willst du mir tatsächlich erzählen, dass es im Koran irgendeine Aussage gibt, die tatsächlich stimmt, wenn man sie überprüft? Warum soll es denn nicht stimmen? Es gibt Sag mir eine Milliarden von einzige Aussage, die stimmt. es gibt 2 Milliarden Gläubige, die das bestätigen.
Sind die alle dumm? Sind die alle verrückt? Sind die alle Betrüger? Sind das Die alles 2 Milliarden Idioten oder wie? Gläubige, die stehen auf dem Papier. Tatsache ist tatsächlich, dass Im 90% der Herzen? Menschen auf dieser Welt das ablehnen. Ablehnen. Du sagst das, du oder vielleicht deine Genossen oder sonst was. Aber es gibt immer noch, Nein, das ist Fakt. das ist Fakt. Aber ich sagte doch gerade, es gibt 2 Milliarden gläubige Muslime auf dieser Erde. Und du Djihad, meinst, dass die aber Zahl stimmt? auch unabhängig davon frage ich mich, also Djihad, glaubst du, weil viele Leute etwas glauben, dass das dann eher der Wahrheit entsprechen muss? Nein, das nicht, natürlich nicht. Aber warum Natürlich erwähnst du nicht, es aber dann so? ich will nur damit sagen, es gibt fast 2 Milliarden, die das bestätigen, was da drin steht. Und die sind doch nicht alle dumm. Es gibt Ärzte, es gibt Es hat darunter nein, Wissenschaftler, es hat nichts mit es Dummheit gibt. zu tun. Keiner sagt, dass sie dumm sind. Es geht halt darum, wenn es denen von Ja, Anfang aber. an eingetrichtert wird, wenn es dir erzählt wird, seit du ein kleines Kind bist, dann glauben die das halt. Das heißt nicht, dass sie dumm Ich sind. Das heißt bin. nicht, dass sie Schau mal, nicht Ärzte sein ich können. bin doch nicht als Kind. Ich bin als Kind natürlich mit dem Islam groß geworden, aber ich habe mich doch selbst ein Bild gemacht darüber. Ich habe mir doch Ja, aber du selber ein warst Bild gemacht. umgeben von Leuten, die daran glauben, und Nein, das mein reicht Lieber, halt so. schon. Nein, nein. Ich sagte doch gerade, ich bin als Kind damit konfrontiert Ja, konfrontiert damit worden. Okay. konfrontiert worden, ja. Und später habe ich mir selbst ein Bild gemacht, bin ich auf den richtigen Weg? Ja, Bin aber ich es auf war den halt schon richtigen in Weg deinem Kopf eingeschlagen? Dann drin. habe Also so funktioniert das halt. Das ist ja auch bei den anderen Religionen so. Oder willst du Nein, sagen, nein, das nein, Christentum ist nein. wahr, weil viele Milliarden oder Millionen daran glauben? Ich hab jetzt nicht, du hast mich falsch verstanden. Ich habe Okay. mir ein richtiges Bild gemacht und ich habe richtig überlegt, ey, bin ich auf den richtigen Weg? Dann habe ich selbst geforscht. Da habe ich selbst geforscht und ich habe nachgelesen und nachgeschlagen. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein. Das kann alles nicht sein hier. Das Das kann nicht wahr sein. hättest du außerhalb der religiösen Literatur mal machen sollen. Dann wärst du auf viele Dinge gestoßen, die dich zum Nachdenken gebracht hätten. Ich weiß, was du meinst. Ich verstehe dich, was du meinst. Aber ich kann nicht das bestätigen. Soll ich bestätigen, nur weil der, weiß ich, in der Zeit gelebt hat vor 50 oder 100, 200 Jahren. Wir sprechen von Tausenden von Jahren. Eben, du warst nämlich nicht dabei, niemand von uns war dabei. Und jetzt kommen wir zum Thema Glaube zurück und das, was du dir selber wert bist. Wenn du etwas annimmst, und hier geht es um nichts weniger als um dein Leben, dein spirituelles Denken und, wenn man so will, obwohl man keinen Beweis dafür findet, aber, wenn man so will, um dein Bewusstsein und damit um deine Seele, wobei das Wort Seele sehr schwierig ist. Aber genau darum geht es. Und wenn ich das an irgendjemanden gebe, das heißt, ich gebe mich damit hin und glaube an tatsächlich jemand, etwas, was auch immer, dann muss ich für mich persönlich vorher wissen, dass das, was ich da glaube, hundertprozentig richtig ist. Denn ich gebe mich nicht an irgendwen hin, sondern ich gebe mich nur an die Wahrheit hin. Und was glaubst Und du das jetzt ist das selber? große Problem. Die Wahrheit kannst du tatsächlich nur feststellen, wenn du sie mit eigenen Augen gesehen und unzweifelhaft überprüft hast. Und das Pepper. kannst du bei keiner Religion dieser Welt leisten. Das geht nicht. Das heißt, Pepper, du mein hast Lieber. etwas angenommen, ohne zu prüfen. Das heißt, du Doch, bist dir doch. selber nicht genug wert. Und das ist schade. Nein, schau mal, Trevor. Siehst du den Wind? Bitte was? Den Wind, siehst du ihn? Natürlich kann ich den messen, gar keine Frage. Und wenn ich Rauch reinblase, kann ich Nee, ihn auch ob du sehen, ihn ja. siehst, ob du ihn siehst. Ja, wenn ich Rauch reinblase, kann ich ihn auch sehen. Kein Problem. Wenn du Rauch einblase? Wenn ich Rauch in den Wind reinblase, dann kann ich ihn auch sehen, ja. Man kann ihn fühlen. Man Wenn die kann ihn Partikel fühlen. im Wind groß genug sind, kann ich den Wind sehen. Ja, Mann, Trevor, ey, du bist so ein Klugscheißer, ey, wirklich, Was denn? Das ist kein ey. Klugscheißen. So wird das Ja, gemessen. doch, So werden aber. Hurricanes gemessen, du Scherzkeks. Ja, okay. Trevor, Ja. wenn du. Ist dein richtiger Name Trevor?
Es gab mal Sonst würde er ein nicht da berühmter stehen. Boxer, Trevor Burbick. Bei mir ist es Trevor eher Burbick, Trevor sagt dir? Torres und ich bin in dem Fall, ich bin in dem Fall, ich sehe vielleicht aus wie, in Wirklichkeit sehe ich tatsächlich ein bisschen aus wie ein Schwergewichtsboxer, bin ich aber nicht. Ich Aber bin ein krasser tatsächlich Name. Schriftsteller. Ja, aber ist ein krasser Name, Trevor. Trevor Burbick gab es damals. Da ist, hat er gegen Mike Tyson gekämpft. Da wurde Mike Tyson der jüngste Schwergewichtsweltmeister. Liebe Leute, ich habe euch alle lieb, aber ich muss mal runter, weil es hat mich gerade jemand angerufen. Deswegen Okay, müsste ich dann mal Trevor. rangehen. Trevor, Ja. sei bitte nicht sauer oder so, ja? Also ich bitte um Nein, bin Entschuldigung, ich wenn nicht. irgendwas, Aber du irgendwas kannst zwischen bitte, uns du war. kannst mir, du kannst mal was, du kannst mal Folgendes machen. Es würde mich sehr interessieren. Du kannst mir gerne mal folgen. Ich folge dir zurück. Und ich mache jetzt hier öffentlich folgende Aussage: Ja, mit Im dir. Koran steht nicht ein einziger Satz, der, wenn man ihn überprüft, oder beziehungsweise es steht keine einzige Aussage im Koran, die, wenn man sie überprüft, auch tatsächlich stimmt. Und wenn du Doch, das kann ich möchtest, dir kann ich dir. beweisen. Nee, 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 nee. Das kannst du gerne machen. Du kannst mir das privat schicken und ich werde dir sofort den Gegenbeweis schicken, weil es gibt keine einzige Aussage, die tatsächlich stimmt. Nicht eine. Und Bist du Journalist? nur so ganz, nee, nee. Und nur so ganz, nee. Ich habe mich nur lange damit beschäftigt. Und bevor ich etwas glaube, beschäftige ich mich mit allem. Ich beschäftige mich, wann ist das Buch geschrieben worden? Wer hat es geschrieben? Wo gibt es die ältesten Kopien davon? Sind die Kopien alle gleich? Sind sie übrigens nicht? Und so weiter und so weiter. Und abgesehen davon auch die historischen Fakten außerhalb der normalen, des normalen, religiösen Narrativs. Das heißt also, das, was Historiker tatsächlich herausgefunden haben über die entsprechenden Orte, über die entsprechenden Verwendungen von Papyrus, von Leder, von Tinte, etc., etc., etc. Wenn ich dir Also, jetzt alleine das schon erzählen würde, was ich über die ältesten Korankopien weiß, dann würdest du schon anfangen, mit den Ohren zu schlackern. Also aber Tatsache ist, du kannst mir das gerne privat schicken und ich werde dir den Trevor, nur Gegenbeweis ganz kurz geben. bitte, nur ganz kurz jetzt, ganz Ja. kurz. Wir gehen jetzt gleich alle raus. Aber Trevor, können wir nicht einfach ganz normal in Frieden alle leben, alle so irgendwie, egal wie, was da steht oder so, dass wir Toleranz, Fairness, Respekt, Frieden, weißt du, was ich meine? Warum, weißt du, ob er Ja, Atheist ja. ist oder anders denkt, warum können wir uns nicht lieben oder friedlich miteinander leben? Weißt du, was ich meine? So immer Wollen wir doch, uns wollen hier wir doch. Ja, und das ist ja der Sinn nicht der mit dem ganzen Finger auf Geschichte. Du jemand hast es zeigen gefasst. oder ihr seid so oder ihr seid so. Warum? Guck mal, ich habe Freunde, die sind Juden, Christen, Atheisten, Andersdenkende. Wirklich, wir mögen uns, ja? Und es muss doch nicht immer bei euch steht so oder ihr seid so oder. Es muss doch nicht sein, wirklich, Trevor. Ich meine Lieber es jetzt vom Dschihad, guck. Herzen, wirklich. Ich meine es vom Ja, Herzen. ich auch. Pass auf, lieber Dschihad, guck mal. Das Problem ist hier nämlich, ich sehe, deswegen bin ich überhaupt erst reingekommen. Ich sehe, ich höre und ich weiß, du bist ein guter Mensch. Das Danke habe dir. ich von Du auch. Anfang an gewusst. Deswegen bin ich so auf dich zugegangen und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir Gemeinsamkeiten suchen. Und das ist super. Das ist einfach toll und ich liebe das. Okay? Ja, Pass so soll auf. es sein. Es geht mir darum, dass wir Menschen, du und ich, so wie wir jetzt miteinander sprechen, dass wir nicht abgelenkt werden in unserem Geiste durch Ideologien. Und Religion ist eine Ideologie. Und ich möchte nicht, dass wir gespalten werden. Ich möchte nicht, dass wir getrennt Nein, werden. Ich möchte, nein, dass wir Mutter. zusammenleben können in Richtig. Humanismus. Verstehst du? Richtig. Und deswegen habe ich etwas dagegen, dass diese Religionen im Zweifel den Geist hoffentlich nicht von dir, aber von vielen anderen vergiften. Und das mag ich nicht. Nein, nein, es wird nicht. Solange es gibt Menschen wie du und ich und der Herr Atheist, ich weiß nicht, wie sein Name ist, solange wie so eine Menschen gibt, die Liebe und Frieden predigen, weil nur so gibt es eine Zukunft. Nur wenn wir gemeinsam zusammenhalten, nur so gibt es eine Zukunft, meine Lieben. Deswegen, in dem Sinne, wünsche ich euch wirklich vom Herzen eine schöne Nacht und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Gerne. Wie Und gesagt, so soll folg mir, es ich so folge dir bleiben. zurück und wir können uns gerne austauschen. Das ist kein Problem. Okay, mache ich, Trevor, ja? Mache ich, mein Lieber. Okay, vielen Dank. Okay. Okay, mein Ja, dann Lieber. danke für deinen Ciao, Beitrag, ciao. Trevor. Und auch für Habe deinen gelernt, Dschihad ja, für das Trevor? nette Gespräch. Folgt mir zurück, Ciao, Trevor. ciao. Mach ich gleich. Okay. Ciao, ciao. Okay. Okay. Bis dann. Alles klar. Ciao, ciao. Tschüss Ich an wünsche dir eine euch, gute mein Lieber. Nacht oder euch beiden. Ciao, ciao. Ciao, mein Lieber. Tschüss. Okidoki.
Ja, das kann ich auf jeden Fall wiederholen oder genauso von mir geben. Also man hat gemerkt, der Gast ist auf jeden Fall ein sehr netter Mensch. Ich glaube auch anders hätte ich das Gespräch gar nicht so lange fortgeführt. Und das ist auch vielleicht ein guter Moment, um es nochmal für alle zu sagen. Also es geht nicht darum, irgendwie zu sagen, dass Muslime irgendwie schlechter sind oder dumm sogar oder verrückt oder irgendwas in der Richtung. Ich habe selbst muslimische Freunde und wenn ich einen Menschen kennenlerne, ist es mir erstmal gar nicht wichtig, ob er an irgendwas glaubt, woran ich nicht glaube. So, wenn ich diese Themen anspreche, geht es halt einfach nur darum, ich frage, habt ihr gute Gründe, das zu glauben, was ihr glaubt? Wenn es irgendwelche Sachen wären, die keinen Bezug zur Realität hätten, dann wäre es egal. Aber wenn eben, wie gesagt, Sachen drinstehen wie, nur als Beispiel, die Liebe zwischen zwei Männern, gehört sich nicht, das Ausleben seiner Sexualität, wenn sie eben in dem Fall gleichgeschlechtlich ist, gehört sich nicht, ist eine Sünde, ist was Falsches, etwas, das bestraft gehört. Darum geht's, ja. Es geht um solche Sachen, nicht um, was sie sonst so glaubt. Und ja. So, okay. Allah weiß aber, dass du ein Überläufer bist. Okay. Ein Überläufer. Kannst du mich hinzufügen? Je nachdem, bist du Theist oder Atheist? Ach, schon wieder so spät. Dass niemand das alles in Frage stellt, es könnte doch alles erfunden sein, natürlich so, dass alles Sinn macht. Ja, beziehungsweise wenn man es dann so interpretiert, dass es dann Sinn macht. Mr. Pink sagt, Atheisten sind glücklich und frei. Ja, nicht alle. Ja, so früh meine ich Dennis. Hallo übrigens, an dich erinnere ich mich auch. Sehr früh am Morgen, ja. Sehr früh. Sehr, sehr früh. Weder noch geht halt eigentlich nicht, oder warte mal, geht das? Finden wir es raus. Ja, Dennis, ich war irgendwie so 2 Monate habe ich nicht gestreamt. So jetzt so. Also, erstmal, hallo. Hi. Ich habe eine Frage, also Atheisten sind ja die, die an keine irgendwelche größeren Mächte glauben, ne? Ja. Ach so, okay. Also das Ding ist... Also wobei ja? kurze Korrektur, sorry. Also ich glaube, beim Atheismus geht es eigentlich nur um einen Gott. Ich glaube, eine höhere Macht ist nicht unbedingt ausgeschlossen. Aber ja, ich glaube auch nicht an eine höhere Macht. Okay. Also das Ding ist so, ich glaube selber an keinen Gott, aber meine ganze Familie ist evangelisch. Deswegen, aber ich verstehe es nicht. Also ich finde es respektlos, so zu schreiben, ein Märchen, so, wenn du greifst dich schon damit Leute an, die sich wirklich da mit dem Christentum oder Judentum oder Islam damit identifizieren. Aber warum greife ich die Leute an? Warum? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage. Über eine Religion sozusagen, ist es ein Märchen, so. Ich meine, also ich zum Beispiel, ich lasse dich zum Beispiel. Also ich sag ja, nö. Also da steht ja eine Frage erstmal nur. Da steht, ja, wie kannst du ausschließen, kannst du dass du an ein Märchen glaubst? Du an ein Märchen glaubst, so. Deswegen, genau. Aber. Also, deswegen, genau. Ich würde das persönlich für mich beziehungsweise für meine Familie angreifen, so, dass sie jetzt sagen, okay. Also, dass sie so dumm sind und mäßig an den Märchen glauben, wie kleine Kinder. Nein, guck mal, also, wie lange bist du jetzt schon dabei in dem Stream? Ich glaube, 1 Stunde. Okay, vor ungefähr 3 Minuten habe ich gesagt, dass es mir nicht darum geht und ich auch nicht glaube, dass Theisten irgendwie dumm sind. Also, das kann schon mal nicht sein. Ja, weil so Märchen sind, wird ja mit Kindern verbunden und Kinder auch nein. Nicht so ganz reif so. Nee, es gibt garantiert mehr als genug Theisten, die deutlich intelligenter sind als ich. Das heißt aber nicht, dass sie mit ihrer Sache recht haben. Also wenn sie dann diese bestimmte Sache glauben. Und mir geht es nicht darum zu sagen, dass sie eben dumm sind, wenn sie ja. diese Sache glauben. Und ich finde nicht, dass es ein Angriff ist. Wie gesagt, das ist erstmal nur eine Frage. Ich verstehe, was du meinst, weil es eben, das Wort kommt dann vielleicht provokativ. Aber die Sache ist nun mal, wenn du, wenn irgendjemand eine Religion hat, dann sagt er damit, dass alle anderen Religionen nicht stimmen, oder? Ja, also das Ding ist meiner Meinung nach, dass du so
leben und leben lassen, so sondern keiner einen persönlich richtig angegriffen. Also, genau, ich habe niemanden persönlich angegriffen. Persönlicher Angriff, so, wenn ich sagen würde, du bist dumm, du bist verrückt, aber das mache ich ja nicht. Ja, das kann, also am Ende kann man es selber denken, so, aber zum Beispiel, ich bin weder homophob, transphob, was auch immer, Digga, aber sobald mich irgendjemand dumm anmacht oder so, dann wird diese Person genauso behandelt wie jetzt, würde jetzt, keine Ahnung, irgendein normaler, also normal kann man auch nicht sagen, ja. So, normaler Mann mich jetzt so anmachen würde, so, da gibt es die gleiche Reaktion, so, aber deswegen. Das ist halt, ich glaube halt nicht, dass ich das tue. Also ich respektiere deine Meinung, wie auch immer, aber ich finde nicht, dass ich jemanden persönlich angreife, wenn ich frage, ob er ausschließen kann, dass er an etwas glaubt, das erfunden ist. Ich benutze in dem Fall dann das Wort Märchen, aber ich finde nicht, dass es ein persönlicher Angriff ist. Und vor allem finde ich dann auch, wenn das ein Angriff ist, ist es dann nicht ein bisschen problematischer, was dann in den jeweiligen Religionen steht? Sind das dann keine Angriffe auf diejenigen, die das vielleicht nicht glauben oder die es sogar glauben, aber die als Sünder bezeichnet werden, die etwas tun, das bestraft gehört, wenn man, wie gesagt, zum Beispiel von homosexueller Liebe und deren Auslebung spricht? Das ist dann ein Angriff, oder? Auch, ja. Weil ich sag nicht, dass irgendjemand in die Hölle kommt oder dahin gehört. Ja. So, deswegen. Naja, gut, das war echt meine Frage. Macht ihr noch einen schönen Abend, ne? Okay. Dankeschön. Dir auch. Ciao, ciao. So, ich habe noch zwei Anfragen von Christina und von Sia. Ich nehme euch einfach mal beide rein. So. Hallo. So, hört man mich? Ja. Okay, also ich wollte, also zum Anfang, ich bin Atheistin. Ja. Aber mir geht's nicht darum, sondern ich wollte ein bisschen aufklären, bisschen auf, was diese biologischen Sachen angeht, weil manche Leute haben hier schon in dem Live behauptet, dass ja unser Gehirn nicht irgendwas fähig ist oder so. Und also natürlich haben die Menschen jetzt noch nicht alles erforscht oder so, aber wenn man jetzt davon redet, wie weit unser Gehirn, sagen wir mal, gehen kann, also gibt es da eigentlich an sich jetzt nicht so eine Grenze. Also man hat es natürlich noch nicht komplett erforscht, aber irgendwie zu sagen, dass unser Gehirn das gar nicht wahrnehmen kann, um irgendwie ja solche Punkte zu vertreten, um zu sagen, ja, wir können ja gar nicht realisieren, ob es wirklich einen Gott gibt oder nicht, finde ich ein bisschen fragwürdig. Ja, ist auch für mich auch eher so eine Art Ausrede. So bei dem Punkt, wo man dann vielleicht sogar ein gutes Argument hat, dann kommt dann so, ja, du kannst es gar nicht, das ist nicht mit dem menschlichen Verstand zu begreifen. Aber so, ja, wir können ja drüber reden und die Sachen, die wir sagen, kommen uns logisch vor. Und dann einfach zu sagen, nee, da gibt's mehr und das versteht ihr nicht, ist halt sehr einfach gemacht. Ja, man macht es sich halt einfach damit und dass dann auch manche Leute irgendwie rumdiskutieren, dass es ja ja wissenschaftlich irgendwie nicht beweisbar ist oder so. Ich weiß nicht. Also ganz komische Argumente. Ja, stimme ich dir zu. Okay. Ist es bei dir so, dass du jemals gläubig warst oder einfach mal aus Neugier? Also ich wurde getauft und konfirmiert, aber ich habe irgendwie auch schon seit meinem, so ich würde sagen, 14. Lebensjahr genau, habe ich schon realisiert, dass ich halt nicht glaube und ich bin auch, würde ich eher so aufgewachsen, also meine Eltern sind jetzt auch nicht irgendwie streng gläubig oder so und mir wurde immer selbst die Entscheidung gelassen, ob ich jetzt gläubig sein möchte oder nicht und ja, seitdem glaube ich halt nicht und habe halt realisiert, ja, dass es keinen Gott gibt für mich. Okay. Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Bei mir kam es ein bisschen später erst, aber also bei mir ging es so mäßig auch los mit dem Christentum. Ich glaube, mit so 16 ungefähr dachte ich mir dann, okay, irgendwie passen die Sachen, die dort stehen, nicht so ganz zu meinem Bild von einem guten, wie auch immer, Gott. Habe aber schon noch geglaubt irgendwie, dass da irgendwas ist, weil es halt irgendwie noch tief verankert war, weil irgendwie alle das glauben und ich hatte auch so Fragen hatte, wie die hier reinkommen, sowas wie, ja, wie ist denn die Erde entstanden und warum gibt's das alles und so.
Aber ja, irgendwann dann war auch so dieser Moment, wo ich dachte, nee, ich sehe dafür einfach keinen zwingenden Grund, das zu glauben. Ja, Verstehe ich also. und jemand hat Okay. jetzt auch gefragt, wer mich dann erschaffen hat. Also erschaffen hat mich niemand, sondern es ist einfach Biologie. Also Ein Storch hat dich gebracht. was auch irgendwie versuchen, einen Sinn zu geben oder sagen, ja, es hat einen Grund, warum wir auf der Erde sind oder wir haben eine bestimmte Aufgabe oder so. Das ist Ja. alles Unsinn, weil am Ende des Tages hat Biologie keinen Grund oder so. Also auch Tiere, die diese Beispiele mit den Ameisen oder so, die leben nach ihren Instinkten und die haben ja kein Bewusstsein oder so, die machen nichts bewusst so. Und das ist ja alles, ja, hat alles an sich keinen Grund, so, das passiert ja auch einfach. Ja, ich glaube, viele wollen halt auch irgendwie unbedingt. Also, man merkt oft, dass da Wunschdenken dabei ist. Viele wollen, dass da irgendwas ist. Viele wollen nicht irgendwie überlegen, was sonst der Sinn sein könnte. Ob sie vielleicht sogar oder daran denken, dass es vielleicht gar keinen Sinn gibt. Wir sind nicht so zufrieden mit den Aussagen von mir, dass sie sich den Sinn selbst aussuchen können. Also, zum Beispiel von mir. Und ja, auch sowas. Also, oft kommen so Fragen wie: Ja, glaubst du, wenn ein Mörder jemanden umbringt und dann nicht von der Justiz bestraft wird und irgendwann stirbt, dass dann keine Strafe kommt, so mäßig. Also man merkt dann immer, die wollen halt, dass da irgendwas ist, weil es darf ja nicht sein, dass keiner seine gerechte Strafe bekommt. So diese Möglichkeit, dass es vielleicht einfach keine gerechte Strafe für jeden gibt, ist für die dann einfach irgendwie unangenehm und deswegen glaube ich, wollen sie da einfach dran festhalten. Genauso wie Leben nach dem Tod. So man will nicht, dass das Leben aufhört, man will ganz gern die Verstorbenen, Familie, wie auch immer, Freunde wiedersehen. Man hofft, dass die an einem besseren Ort sind. Sondern merkt man halt oft, dass dieser persönliche Wunsch einfach dabei, dass diese ganzen Sachen da sind und nicht wirklich so ein, ja, rationaler Grund, um das anzunehmen. Ja. Ja, genau. Ja, es ist auch so. Also ich spreche auch niemanden ab, der glaubt. Also für mich, es ist mir im Prinzip egal. Also ich respektiere jeden, der einen Glauben hat. Jeder kann glauben, was er möchte. Ich finde, solange man es niemandem aufzwingt, ist es auch legitim. Also klar, man kann darüber diskutieren und so. Wie gesagt, ich bin ja selber Atheistin. Aber ja, weil viele auch behaupten, dass man irgendwie hier alle Gläubigen hasst oder so. Also wenn man Atheist ist, dass man dann Gläubige hasst oder so. Das stimmt ja gar nicht. Ich habe auch Freunde, die gläubig sind und da ist jetzt auch kein Problem oder so. Also. Ja, ist bei mir genauso. Ja, und es kam irgendwie auch in den Kommentaren jetzt nochmal, dass Tiere ja auch ein Bewusstsein haben. Ja, natürlich, es gibt Tiere, die haben ein Bewusstsein, aber am Ende des Tages ist halt der Mensch das höchste Vernunftwesen, wenn wir jetzt mal von ja, der Ethik ausgehen. Und ja, ich weiß nicht, auch irgendwie Tiere mit Menschen zu vergleichen und irgendwie zu sagen, ja, aber die Ameisen oder so, und die haben ja auch irgendwie ihren Sinn oder ihre ja, Berufung oder so, ja, macht keinen Sinn. Ja, stimme ich dir soweit zu, auf jeden Fall. Also nur weil Tiere etwas machen und es von außen so aussieht, als ob die auf irgendein Ziel hinarbeiten, das heißt ja nicht, dass es irgendwie bewusst ist oder ja, das sind halt Instinkte, das sind also genauso, ich finde, man sieht es am besten so bei Bakterien vielleicht sogar so, dass die funktionieren ja mehr wie schon so Programme, kann man sagen. Also die haben einen bestimmten, ich weiß nicht, ob man es da auch Instinkt nennt, ich schätze mal schon, aber die führen einfach Dinge aus. Es gibt bestimmte Signale von außen und Reaktionen darauf, die sind in Anführungszeichen vorprogrammiert. Das heißt nicht, dass die da irgendwie ja bewusst irgendwas machen oder denken oder keine Ahnung. Ja, genau. Ich meine, unser ganzer Körper ist ja auch im Prinzip nur so ein Schaltprogramm. Also das funktioniert auch alles automatisch. Also wir haben doch gar keinen Einfluss drauf. Also das ist jetzt nicht so, als würde jeder Mensch irgendwie bewusst sich dazu entscheiden, jetzt, ja, keine Ahnung, zu atmen oder irgendwie so Sachen. Ich meine, das sind ja alles automatische Abläufe, die der Mensch nicht kontrollieren kann. Und deswegen macht dieses Argument auch keinen Sinn, dass man irgendwie also dass einen Sinn hat oder einen Grund hat oder so. Sehe ich genauso. Okay. Also, ja, das ist eigentlich Okay. alles, was ich sagen wollte. Alles klar. Dann danke für deinen Beitrag, danke fürs nette Gespräch Danke schön und auch. bis zum nächsten Mal vielleicht. Ja, allen eine schöne Nacht. Danke ebenso. Ciao, ciao. Ciao.
Kukuluku, ich habe nicht gesagt, dass Bakterien Tiere sind. Ich habe nur gemeint, bei Bakterien finde ich, ist es am offensichtlichsten, so was da so dahinter steckt. Also, dass da nicht irgendwie, dass man nicht von einem Ziel reden kann, dass man nicht von einem Sinn reden kann, sondern die führen einfach aus. Guten Tag. Hi. Hi, Sia. Was geht ab? Ja, ich war gerade noch am Telefon, wir mussten kurz was Beschäftigtes klären, sag ich mal. Kein Problem. Ja, also ich persönlich habe meinen eigenen Glauben und ich muss jetzt auch gar nicht unbedingt den benennen. Ich sage es mir nur, es ist eine Weiterentwicklung von einem bekannteren Glauben, aber der ich aufgrund von persönlichen Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, ein bisschen auf meine Situation angepasst habe, weil es ist nicht einfach, also ich habe Sachen erlebt, die mir einfach so sehr nahe gingen. Dazu, ich leide unter Schlafparalysen. Und ich hatte mal eine Schlafparalyse, wo ich eingeschlafen bin, wo ich noch Musik gehört hatte. Und auf einmal bin ich aufgewacht in demselben Raum, wo ich war. Aber es sah nicht mehr aus wie dieser Raum. Und ich habe noch Musik gehört und ich habe die Stimmen von den Musikern erkannt. Aber ich kannte von dem Musiker jedes Lied und es war nicht, die Texte kannte ich nicht. Und das waren andere Texte, sehr abgefuckte Situation. Und seitdem habe ich halt so meinen eigenen Glauben, der mir auch halt von so meiner Familie bis mitgegeben wurde, halt ein bisschen verändert für mich selbst. Und ich weiß halt nicht, was es wirklich gibt und ob es irgendetwas gibt, aber wir wissen halt nicht alles und deswegen halte ich mir einfach diese Option ein bisschen offen, also eher in Richtung Agnostik. Verstehe. Ich muss gerade dran denken, weil du sagst, ich weiß nicht, ob es bei mir dann auch irgendwie was in der Richtung war, aber ich bin auch mal, das ist schon ewig her, aber da hatte ich Kopfhörer in meinem Ohr und habe mich ins Bett gelegt, ohne die Absicht schlafen zu gehen, bin dann aber so mäßig schlafen gegangen und das war dann wie so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie ich es beschreiben soll, aber es war ganz komisch, also als ob ich irgendwie in eine andere Dimension eintauche oder keine Ahnung. Ja, irgendwann war es so fast schon unangenehm, also es war richtig überwältigend. Ich sag auch ganz ehrlich, es war irgendwie so ein bisschen wie so ein, ich stelle mir einen krassen Drogentrip so vor, aber das war ja, irgendwann war... Es war kein Trip, es war meine Schlafparalyse, die total abgefuckt war. Ich habe den Raum nicht mehr erkannt und ich habe Sachen gesehen, die nicht von dieser Welt wirkten. Ich war komplett nüchtern, ich war in keinem berauschten Zustand dazu. Und wie ging es dann weiter? Also bist du dann einfach irgendwann aufgewacht und alles war normal? Ich war in einer Schlafparalyse, wie ich es schon mehrfach hatte, weil ich hatte so halt schon mal, dann habe ich halt auch Monster in meinem Raum gesehen und so Shit. Aber das war nicht negativ, das war so, ey, ich schlief voll schön. Und dann bin ich halt in dieser Schlafparalyse gewesen und habe halt weiter auf die Musik gelauscht, weil ich kannte den, kannte den Musiker persönlich auch, von dem ich jetzt auch gehört hatte und ich habe denen seine Stimme gehört und Digga, aber es waren keine Texte, die dieser Typ auf jemals auf Liedern gedroppt hatte. Auch die Beats waren mir nicht so wirklich bekannt, also war ein krasses Erlebnis so. Und seitdem habe ich halt so, ich habe da zwar auch so an so bestimmte Sachen geglaubt und ich möchte jetzt nicht meinen Glauben den Ursprung wirklich benennen, weil Selbstschutz, weil ich halt ein paar Probleme mit Rechten habe, aber und die auch mit mir und das weiß ich auch und ich habe Morddrohungen von Rechten bekommen und deswegen mache ich das jetzt mal nicht zum Thema, aber hey. Heftig, okay. Ja, also und ich habe mir gedacht, ich frag einfach mal an, ob ich beitreten kann, wegen als dieser Dschihad noch da war, weil mir ist ja wohl bewusst, dass weder irgendetwas aus der Tora oder der Bibel oder dem Koran in irgendeiner Form belegt werden kann, auch wenn tatsächlich der Glauben, den ich ursprünglich habe, auch familientechnisch von einer dieser drei Bücher abstammt. Und ich kann es eigentlich einfach noch offensichtlicher machen. Ich habe einen hebräischen Namen. Mein Name ist Lia, der kommt aus dem Hebräischen, bedeutet so aus wie Helfer. Und ja. Also, deswegen liegt auch quasi einfach so ein bisschen mit an der Familiengeschichte, dass ich sage, ja, ich glaube da an etwas, aber ich muss es nicht so genau betiteln und halt persönlich finde ich es auch schwachsinnig,
sich an diese Bücher zu hängen, weil es einfach Bücher sind, die keine Ahnung wann geschrieben wurden, die ich von so vielen Sachen kopiert habe, etc. etc. Und ich bin ganz kurz weg, ich muss kurz aufs Klo. Okay, kein Problem. So, dann gehe ich mal wieder auf die Kommentare ein. Hypnogene Halluzinationen. Ah, spricht man in dem Fall davon? Also auch, ist es dann das, was ich hatte? Halt, wie gesagt, ich habe Musik gehört, mich hingelegt und bin scheinbar langsam eingeschlafen, aber es hat sich mehr angefühlt, als ob ich irgendwie in eine andere Welt eintauche, irgendwo hinreise oder so. Und es hat so irgendwie so gebrummt. Ich kann mich auch nicht mehr perfekt daran erinnern, aber irgendwann wurde es mir gruselig. Und bei mir ist es so, ich weiß nicht, kennt das jemand, wenn man einen Albtraum hat? Also wenn ich einen Albtraum habe, zumindest früher, dann habe ich im Traum versucht, meine Augen ganz fest aufzureißen und meistens bin ich dann aufgewacht. Das habe ich dann auch in der Situation gemacht und es hat auch geklappt und dann war es vorbei. Weil ich dachte irgendwie, ich verliere mich noch oder komme nicht mehr daraus. Und dann, ja. Nein, nein, mein Körper hat nicht vibriert. Es hat sich nur so, ich habe so eine Art Brummen wahrgenommen. Dachte, wir reden über Religion, jetzt macht ihr mir Angst vorm Einschlafen. Ja, also mir ist es nur einmal passiert. Bin wieder da. Okay. Also, und jetzt nochmal was dazu. Meine Eltern waren tatsächlich früher involviert in, ich sag jetzt mal, eine Esoterik-Spiritualitätssekte, die auf einem halt spirituellen Buch basiert. Die Prophezeiung der Celestien ist so ein spirituelles Buch aus den 90ern. Und aufgrund dieser Vergangenheit kenne ich mich tatsächlich mit fast jeder großen Weltreligion etwas, zumindest zum Teil aus, habe mich mit jeder mal beschäftigt, vom Buddhismus zum Hinduismus, vom Judentum zum Christentum, zum Islam, zum Zoroastrianismus, zu den Schiiten, zu den Mandäen, habe mich mit allem mal beschäftigt, weil ich es einfach interessant fand. Und ich habe mich da in alles mal recht tief reingelesen. Und deswegen finde ich auch immer diese Debatte, wenn man über Religion spricht, dann kommen eigentlich immer nur diese drei Sachen, wenn man in Europa unterwegs ist, zum Forschen. Also Christentum, Judentum, Islam. Und das finde ich einfach persönlich ein bisschen lächerlich, weil andere Weltreligionen aus anderen Gebieten werden vor allem von Leuten, die dann probieren, mit ihren falschen Argumenten, wie dieser Dschihad vorhin, kein Disrespect an ihn auf jeden Fall und kein Disrespect an seine Religion. Das ist nicht, was ich machen möchte. Es ist aber einfach nur so, die heben einfach so andere Sachen aus anderen Weltreligionen, aus anderen Kontinenten einfach so komplett außer Kraft mit dem, was sie behaupten. I mean beispielsweise die Religion der Aborigines aus Australien oder sowas. Die beschreiben ja auch ihre ganz eigenen Geschichten und das, was da auch alles erzählt wird, hat auch keinen Zusammenhang mit Tora, Bibel oder Koran. Und dass Leute, die aus dieser Region kommen oder diesen Glauben der ursprünglichen Aborigines noch irgendwie weiterhin verfolgt haben, könnten das auch einfach brauchen. So hier, wir sind jetzt die krassesten Ficker von allen Religionen, das ist alles so genauso passiert. Aber sie haben im Endeffekt dafür auch keine Beweise, also es ist ein bisschen unangenehm, meiner Meinung nach. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also es kommt oft so rüber von der Seite, als ob die denken, dass sie wirklich eine legitimere Religion haben, als ob die irgendwie mehr Beweise hätte oder dass es eher wahrscheinlich ist, dass ihre Religion stimmt und die anderen sind eher so, ja, keine Ahnung. Deswegen, keine Ahnung, ich finde es auch einfach persönlich etwas peinlich, sich aufgrund von theistischen Schriften irgendwie etwas als Wahrheit darstellen zu lassen, weil es sind immer noch nur theistische Schriften und die haben nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Okay. Ja. Hast du noch irgendwas dazu auszusagen? Mir eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Dann, ich würde dann sagen, dann gehe ich vielleicht zurück zu den Kommentaren. Es sei denn, du willst noch was erzählen. Oder vielleicht, keine Ahnung, vielleicht habe ich noch was zu sagen und zwar jede Weltreligion, die wir bis jetzt hatten, wurde schon immer von mächtigen Machthabern benutzt, um
Massen zu kontrollieren und damit ihren Glauben zu beeinflussen. Und das sehen wir ja immer in der Geschichte, wie das funktioniert hat. Wir haben in jedem Kontinent, auf jedem Land dieser Erde immer eine Religion oder eine religiöse Institution gehabt, die probiert hat, mit ihrem Ma Machen irgendetwas zu beeinflussen. Und das ist halt einfach eben Fakt. In Europa ist es die Kirche, in anderen Ländern sind es andere Institutionen. Und diese Sachen führen halt leider auch oftmals schnell zu irgendwelchen Verschwörungsglauben, dass eine gewisse religiöse Elite irgendetwas kontrolliert. Und das führt dann halt oftmals auch zu Diskriminierung, weswegen ich das meistens auch etwas schwierig finde, so über sowas zu sprechen, weil es einfach ganz schnell Leuten an den Kopf stoßen kann. Und das Ja, sage ich es jetzt halt. als jemand, der an etwas glaubt, ohne damit irgendjemanden beleidigen zu wollen. Und ich rede gerade mit dir, der an nichts glaubt. So ist ja die Lage und Ja, nee, trotzdem kann klar. man sich ja auf einer Finde ich intellektuellen Ebene auch. gut unterhalten. Finde ich auch. Ist halt scheinbar so, dass eben viele Leute, dass die Religion ihnen sehr wichtig ist und die haben halt, die sind halt aufgewachsen, umgeben von anderen Leuten, die das für sehr wichtig nehmen und scheinbar, weil die das so verinnerlicht haben, sehen die dann eine Kritik eben an dieser Sache als Angriff auf sich selbst in irgendeiner Form. Oh ja, ich Absolut. finde auch, man muss es ein bisschen differenziert sehen. So, ich finde, man kann über alles reden, ohne da ja sich selbst mit einzubeziehen oder einbeziehen zu müssen. So. Ja. Was halt auch noch so ein Ding ist, weil oftmals benutzen dann Leute, die irgendeinen Glauben haben, ihren Glauben auch noch, um beispielsweise LGBTQIA+ zu argumentieren, was ich persönlich als Mitglied dieser Community einfach widerlich finde. Auf jeden Fall. Also das ist ja auch dann der Punkt, wo ich dann sage, da muss man berechtigte Kritik äußern. Weil kannst dann sagen, also ich finde dann reicht es nicht, wenn die Person sagt, ja, das ist halt mein Glaube und so, weil, also klar, ist halt irgendwie die Religion, aber da muss man auch irgendwie sich denken, ja, aber was ist denn der Grund dafür? Also im Sinne von, warum soll das denn eine Sünde sein? Ich würde einfach so sagen, ja gut, mein Gott sagt das und dann ist das halt so. Ich finde, man muss irgendwie da ein bisschen einfach versuchen, selbst zu denken. Aber ja, auf der anderen Seite, ich verstehe, dass es Absolut. schwierig ist. Ich werfe niemanden vor, wenn er von seiner Religion überzeugt ist. Ich glaube an Determinismus oder vielleicht auch Indeterminismus eher. Aber ich glaube daran, dass niemand was dafür kann, ob er jetzt das eine oder das andere glaubt. Und deswegen, ich werfe es den Leuten nicht vor. Aber es halt, Ich ja, auch ist halt nicht. schwierig. Und Ist halt ich schwierig, sag's mal sobald es um so, andere Leute geht. ich war oftmals jetzt im Stream von Leuten, die halt über so queere Themen geredet haben. Ich war ja auch schon bei dir zweimal dabei. Und naja, was da von manchen religiösen Leuten gefallen ist, habe ich persönlich sehr als einfach sehr gottlose und dreckige Aussagen befunden. Und mich hat das aufgeregt, dass die ihren Glauben ausnutzen. Um Menschen, die ihnen nichts getan haben, irgendwie ihren Wert abzusprechen, ihre Identität abzusprechen oder sonstiges. Es ist einfach lächerlich und dann kommen die mit irgendwie hier auf Gott. Ich kann auch sagen, hier auf Gott, du bist ein so und so. Und es macht meine Aussage dann trotzdem nicht besser, wenn ich damit irgendjemanden beleidige oder seine Existenz oder seine Identität damit Ja. abspreche. Ja, stimme ich dir zu. Und dazu, ich glaube, ich habe es offensichtlich genug gemacht, so meine Uroma war damals im Zweiten Weltkrieg ja auch beinahe draufgegangen, als sie geflohen ist. Und wäre beinahe im KZ gelandet. Und ich glaube, langsam reicht es auch mit den Anspielungen. Und ich habe einen hebräischen Namen. Wie offensichtlich soll ich es eigentlich noch machen? So, da habt ihr meinen religiösen Ursprung. So, hier, macht damit, was ihr wollt. Aber ich kann ja trotzdem einfach noch selbst das denken, was ich denken möchte. Und das muss ja nicht unbedingt meinen Glauben beeinflussen. Also nicht meinen Glauben, also mein Glauben beeinflusst es natürlich, aber die Art, wie ich handle und wie ich meine ethischen Standards und moralischen und wie ich meinen moralischen Kompass stelle, hat das ja nicht zu beeinflussen. Ja, sehe ich auch so. Also dann ist es auch eine Form, die ich dann 100% respektieren kann oder wo ich einfach nichts einzuwenden habe. Und Okay. ja, das war so ziemlich noch gesagt. Und hey, an alle Christdemokraten und CDU-Sparten,
Ihr seid blöde Idioten, hört auf, irgendeine Religion zu missbrauchen, um für eure konservativen, ekligen Einsichten einzustehen. Das ist widerlich und es kotzt mich an. Okay, danke dafür. Alles klar, Euch dann einen gehe ich schönen mal zurück Abend. zu den Kommentaren. Danke, danke dir auch, danke fürs nette Gespräch, danke für deinen Beitrag. Ja, danke für dein So. nettes Gespräch nochmal. Einen schönen Abend noch. Gerne. Danke, ciao, ciao. Ejo, CDU-Hater, scheint so. Irgendjemand hat vorhin irgendwas geschrieben mit negierst du Kompatibilismus? Ich müsste gerade erstmal nochmal googeln, was es nochmal genau ist. Ich vergesse dann immer die verschiedenen Begriffe, was die bedeuten. Aber ja, also auf jeden Fall zum Thema freien Willen. Ich glaube nicht an freien Willen. Nee. Lieber AfD haten. Ja, ich würde auch sagen, dann, also wenn es um entweder oder geht, dann lieber AfD haten. Aber CDU würde ich sagen, da. Kerikos sagt Matrix. Okay. Aber du hast dich doch gerade dazu entschieden, dass du nicht an den freien Willen glaubst. Nee, ich habe mich nicht entschieden, nicht an den freien Willen zu glauben. Ich glaube einfach nicht dran. Ich glaube nicht, also soll jetzt eigentlich gar nicht das Thema werden, aber, also ich rede gern drüber, aber wir haben eigentlich eine andere Überschrift. Aber ich glaube nicht, dass wir einen freien Willen haben. Ich glaube, alles, was wir machen, alles, was wir denken, hängt von unserer Hirnchemie ab und von unserer Vergangenheit. Mit Vergangenheit meine ich aber in dem Fall vor allem mit unserem Umfeld, in das wir geboren werden. Ja, dazu gehört, wer unsere Eltern sind, in welchem Land wir geboren werden, also unter welcher Regierung, ja, auf welche Schulen wir gehen und so. Und dann gibt es dann immer, also oft kommt dann so als Gegenargument, ja, aber ab einem bestimmten Punkt entscheidest du ja, was du machen willst und so. Also abgesehen davon, dass für mich Willensfreiheit was anderes ist als Entscheidungsfreiheit, glaube ich, dass diese späteren Entscheidungen, die man angeblich ja frei abwägt und reflektiert, dass diese Abwägung und Reflexion abhängt von dem, was halt vorher passiert ist und was man sich nicht ausgesucht hat. Und ja, im Endeffekt machen wir immer nur die Dinge, die wir wollen. Oder die uns aufgezwungen werden, so mäßig. Ja. Und ich glaube nicht, dass wir uns aussuchen, was wir wollen. Ich suche mir nicht aus, den Stream machen zu wollen. Ich suche mir nicht aus, Bock zu haben, was zu essen. Also klar, Hunger ist nochmal vielleicht eine Wahrheit, gehört auch dazu. Ja. Freier Wille, dass ein Kind betrogen wird, dadurch, dass es erzogen wird. Ja, ich glaube, oder wenn ich es richtig verstehe, dann stimme ich zu, oder? Also. Man wird eben erzogen, man sucht sich nicht aus, welche Werte man beigebracht bekommt, auch wenn es dann später die Möglichkeit gibt, die Dinge zu überdenken, dann hängt ja dieses Überdenken immer noch davon ab, was man so alles erlebt hat, was einem alles beigebracht wurde. Und wie gesagt, auch ganz wichtig von der Hirnchemie. Ich habe auch letztens mal gelesen, dass zum Beispiel Leute mit, also bei Leuten, die mehr Testosteron haben, wie war das, wie kann man es nochmal richtig in Worte fassen? Also, man hat wohl gesehen, dass Leute, die eher konservativ wählen, im Durchschnitt einen höheren Testosteronspiegel haben. Also, ich hoffe, die Quelle war gut, ansonsten könnt ihr selbst googeln. Aber ja, also Hormone, Neurohormone, wie auch immer, spielen sogar eine Rolle scheinbar bei politischen Ansichten. Und ja, die suchen jetzt halt auch nicht aus, also diese Hormone.
Und dann könnt ihr sagen, ja, aber die kann man ja auch verändern. Man kann sich Hormone zuführen und wie auch immer. Man kann Dinge machen, um seinen Willen zu ändern. Ja, aber das muss man ja auch erstmal wollen, ist dann mein Gegenargument. Oder das Gegenargument von Leuten, die nicht an freien Willen glauben. Ist jetzt nicht so, dass alles aus meinem Kopf entspringt. Danke, Makarios. Genial, würde ich mich nicht nennen, aber so, bei dem Thema bin ich ganz interessiert, deswegen habe ich da schon ein bisschen was drüber gelesen. Man ist immer ein Beobachter und passt sich immer dem Umfeld an, das stimmt, auch im Unterbewusstsein. Ja, vor allem das Unterbewusstsein, glaube ich, unterschätzen auch viele, so wie mächtig das ist. Auch im Fall jetzt von der Diskussion mit Religion. Also ich sage auch, oder werfe es indirekt oder manchmal auch direkt den Leuten vor. Also ich glaube, wenn jemand zum Beispiel tief religiös ist oder tiefgläubig und man ihm Argumente hervorbringt, die eigentlich logisch sind, dann glaube ich, dass in manchen oder vielleicht auch in allen Fällen, keine Ahnung, das Unterbewusstsein verhindert, praktisch diese Argumente anzunehmen, weil das Unterbewusstsein, glaube ich, einen schützen will vor dieser, ja, vor dieser Veränderung, weil diese Veränderung in dem Fall dann unangenehm sein kann. Also ich glaube, das Unterbewusstsein schützt einen oder versucht einen zu schützen vor Unbehagen, und es ist nun mal unbehaglich, wenn man irgendwie sein Leben lang irgendwas glaubt und das auch mit allen möglichen Bereichen des Lebens verbindet und man weiß, die Familie glaubt das und man fühlt sich wohl darin und alles ist gut, und dann kommt jemand oder irgendwas und will es auf den Kopf stellen, dann muss man halt vieles überdenken, und ich glaube, das Unterbewusstsein, ja, mindestens in manchen Fällen schützt einen oder will einen davor schützen, also schützen im Sinne von ja, verhindert das. Christina sagt, ja, Hormone machen sehr viel aus und haben einen starken Einfluss auf unseren Körper, vor allem Gehirn. Manuel sagt, ohne den freien Willen wäre alles schon vorbestimmt. Ja, das glaube ich. Wobei, nee, also scheinbar ist es ja, oder es scheint möglich zu sein, dass es Zufälle gibt. Also Zufälle im Sinne von Dinge, die nicht irgendwie auf der kausalen Kette oder wie es heißt, basieren, sondern die irgendwie einfach so passieren, eventuell auf Quantenebene. Und ich glaube, dann redet man ja von Indeterminismus. Das heißt aber nicht, dass es keine Kausalitätskette gibt. Das heißt nur, dass es dort, dass ab und zu vielleicht, dass ab und zu Dinge passieren, die einfach so passieren, ohne dass da vorher irgendwie eine Kette am Werk war. Aber sobald sie passiert sind, sind sie dann auch Teil der Kette, denke ich mir dabei. Aber das ist jetzt nur so ein bisschen Freestyle. Ich weiß gerade nicht mehr, ob ich das irgendwo gelesen habe oder. Ja. Aber ja, ich glaube tatsächlich daran. Ich glaube, Dinge sind vorbestimmt. Aber ich glaube niemand. Und das ist dann manchmal vielleicht für manche auch problematisch. Kommt irgendwie falsch rüber, wenn es jetzt zum Beispiel um Kriminelle geht. Ich versuche mal gerade den Bildschirm wieder. Genau, also vor allem bei Kriminellen scheint es irgendwie ein Problem zu sein für viele, weil es dann irgendwie heißt, ja, dann kann man ja niemanden verurteilen. Aber ich glaube halt doch, also im Sinne von, sagen wir es so, sagen wir, jemand wird kriminell und macht sogar was richtig Schlimmes, sei es irgendwie Missbrauch, was natürlich richtig krass zu verurteilen ist. Ich kann mir kaum was Schlimmeres vorstellen, das ist klar. Aber ich glaube trotzdem, dass die Person sich nicht ausgesucht hat, so zu werden. Ich glaube, irgendwas ist passiert, dass sie dazu gebracht hat, so zu werden. Und das heißt aber nicht, dass man sie nicht bestrafen kann. Das heißt für mich nur, dass man nicht wirklich böse auf sie sein kann. Also Justiz und ja, dieses ganze System funktionieren auch ohne, dass die Personen selbst etwas dafür können, so geworden zu sein. Und zwar in dem Fall zum Beispiel jemand, der jemanden missbraucht hat, den muss man bestrafen, ganz klar. Und das geht halt, wie gesagt, ohne ihn als jemand Bösen zu sehen, der sich das ausgesucht hat. Also man hat ja dann den Täter und man muss ihn bestrafen, eben damit er diese Sache nicht mehr macht. Also man steckt ihn zum Beispiel ins Gefängnis, zum einen, um die Bevölkerung zu schützen, damit auch die Bevölkerung versteht oder die Gesellschaft versteht, wenn du etwas Schlechtes machst, dann gibt es Konsequenzen, und man will halt die Person resozialisieren. Aber ja, also es funktioniert alles ohne irgendwie was Böses darin zu sehen oder sich zu denken, ja, aber der hat sich so ausgesucht, diesen Willen, diesen Drang, wie auch immer. So, im Endeffekt, was unterscheidet denn einen, also wenn wir jetzt zum Beispiel zwei Leute haben, die denken über einen Bankraub nach und der eine macht's und der andere nicht,
dann kann man ja, oder könnte man mindestens, wenn man das ganze Leben durchleuchtet, seine Geschichte, wahrscheinlich die Gründe finden, warum der eine es gemacht hat und der andere nicht. Und das könnte dann, wie gesagt, auch irgendwie, ja, wie heißt es, also biologische Gründe haben oder Faktoren haben. Aber wahrscheinlich findet man auch irgendwas in der Erziehung, irgendwelche Dinge, die der Person geschehen sind, irgendwelche Sachen und so. Und deswegen, ja, also ganz klar, ich verurteile jede Straftat und so, aber halt, ich glaube, irgendwie kann niemand was dafür, wie er wird. Und das ist schwer umzusetzen, also im Zwischenmenschlichen. Also wenn jemand mir zum Beispiel ins Gesicht schlägt, dann fällt es mir sehr schwer, nicht böse auf ihn zu sein und nicht wütend zu sein. Aber ich versuche mir trotzdem irgendwie in den meisten oder eigentlich in allen Situationen zu sagen, dass die Person nichts dafür kann. Aber es fällt schwer, vor allem wenn es eine schlimme Sache ist, dann bleibt halt die Emotion, weil die Emotion kann unabhängig sein vom Verstand. Wobei ich glaube, je mehr man sich davon überzeugt, wahrscheinlich kann man damit auch seine Emotionen auf Dauer mindestens ein bisschen beeinflussen. So viel dazu. Okay. Wer ein markantes Gesicht hat, hat mehr Testosteron und geht viel fremd. Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also markantes Gesicht, also das passiert ja auch bei Leuten, die Steroide nehmen, also anabole Steroide, dass sich da die Gesichtsformen eben verändern können. Und das mit dem Fremdgehen macht dann auch Sinn, weil mehr Testosteron heißt höherer Drang für Geschlechtsverkehr. Schopenhauer hat gesagt, man kann tun, was man will, aber nicht wollen, was man will. Ja, das klingt auch vernünftig. Dennis fragt, Atheist, glaubst du, alles ist deterministisch, auch Quantenphysik zum Beispiel? Achso, dann hab ich wahrscheinlich schon darauf geantwortet. Also es scheint ja nicht ausgeschlossen zu sein, dass es eben Zufälle gibt, ob es auf Quantenebene oder sonst wo ist. Deswegen rede ich von Indeterminismus. Danke, Mike, aber das ist keine falsche Bescheidenheit, aber ich sehe mich jetzt nicht so als weit voraus. Es gibt halt, so jeder hat so seine Gebiete, wo er irgendwie mehr interessiert ist und so. Und das ist halt so ein Thema, wo ich ganz gerne zuhöre. Glaube Gift bei tiefen Schmerz und dann ist es logisch. Was meinst du, Son? Woher kommt deine Ansicht? Wann oder wie hast du angefangen, an den Determinismus zu glauben? Wie hat es angefangen? Ich weiß noch, dass es irgendwann mal kurz in der Schule vorkam. Da war ich aber nicht interessiert genug. Ich hatte andere Sachen im Kopf. Da habe ich es nicht so richtig eingesaugt oder wie auch immer aufgenommen. Ich weiß nicht mehr. Wie kam das eigentlich? Ich glaube durch die Sendung The Atheist Experience. Ich weiß auch noch, war das hier? Also falls du noch drin bist oder irgendjemand, der mal Forrest Welkie erwähnt hat, so ein, ich glaube, Biologen, der auch in dieser Sendung ist, auch jetzt aber auch noch nicht so lange. Auf jeden Fall habe ich irgendwann mal früher angefangen, diese Sendung zu gucken und ich glaube, irgendwann mal kam das dann zum Thema, also wurde es dann zum Thema. Bin mir aber nicht sicher. Du bist ein Kiffier. Naja. Kognitive Dissonanz. Okay, bestimmt auf irgendwas bezogen, was vorher ein Thema war, weil ich weiß gerade nicht mehr. Glauben oder nicht, hast du nichts Besseres um 3 Uhr zu tun, als dich mit den Sachen zu beschäftigen? Nee, und da ich an keinen freien Willen glaube, sage ich kann nichts dafür, deswegen verurteile mich nicht. Du stellst die Frage, gibt es einen freien Willen? Ja, also ich stelle nicht die Frage. Ich glaube nicht, dass es einen gibt, aber wir können gerne darüber diskutieren. Der Mensch strebt aber nach Rache. Ohne Bestrafung würden die Menschen selbst Justiz ausführen. Ja, nee, wie gesagt, also falls jetzt nicht irgendein Kommentar war, den du geschrieben hast, bevor ich angefangen habe, darüber zu reden oder das weiter ausgeführt habe, ich sage nicht, dass es keine Bestrafung geben soll. Natürlich soll es Gefängnisse geben und man soll versuchen, die Menschen zu resozialisieren. Ich sage nur, ich glaube, sie haben sich nicht ausgesucht, dieser Mensch zu werden, der dann irgendwas Schlechtes gemacht hat. Ja, Bestrafung ist notwendig, sage ich. Alles gut. Ich bin Atheist und gebe einen Scheiß auf jede Art der religiösen Gehirnwäsche, aber jeder soll glauben, was er will. Also sagt Flatulentius Cactus, nicer Name. Wenn es keinen freien Willen gibt, dann ist Bestrafen unlogisch. Nee, nee, nee. Nein, 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 nein. Also ich habe ja gerade erklärt, warum nein. Wie gesagt, man muss ja trotzdem die Gesellschaft schützen. Die haben ja auch noch ein Interesse. Man muss ja die Person oder sollte die Person dazu bringen, ihr Verhalten zu ändern. Und ja,
Dazu ist es nicht nötig, dass sie selbst ausgesucht hat, zu dem Übeltäter zu werden. Ich würde gerne meinen Tag zum Thema Strafen geben. Ach, du hast die Anfrage geschickt. Okay. Hi. Also der Take könnte vielleicht controversial sein für manche. Also ich spreche mich nicht allgemein, sage ich jetzt mal, gegen Bestrafung aus oder halt gegen Strafen. Also ich finde, manchmal ist es auf jeden Fall notwendig. Aber ich finde, der Fokus sollte mehr auf die Besserung des Menschen gelegt werden. Also dass der Mensch halt wirklich resozialisiert wird und nicht bestraft, also auch in diesem religiösen Sinne, wo ja halt oft gesagt wird, ja, eine Sünde und du wirst jetzt dafür bestraft, so, ich finde das sehr, also überhaupt nicht gut. Stimme ich dir 100% zu. Ja, und ich finde auch in unserem, sag ich jetzt mal so, jetzigen System, wie das funktioniert mit den Strafen, also in Deutschland ist es natürlich besser, auf jeden Fall. Und ich finde, also es hängt natürlich immer von der Straftat ab, so. Aber manche Dinge, wie zum Beispiel, die mit Armut verbunden sind, also wenn Menschen Straftaten begehen aus Not, dann finde ich es schwierig, die jetzt zum Beispiel wegen einem Diebstahl ins Gefängnis zu stecken und dann sagen so, ja, du musst es jetzt halt absitzen, so mäßig, dann verstehst du es, obwohl am Ende des Tages hat dieser Mensch es ja aus Not gemacht und nicht, weil er was Böses machen wollte oder so. Ja, wobei ich meine, wahrscheinlich wird ja auch so der Hintergrund so ein bisschen berücksichtigt. Also man guckt ja schon immer so ein bisschen, was waren die Beweggründe, gibt es irgendeinen Grund, der vielleicht strafmildernd sein könnte und so. Ja. Aber ja, also ich sehe es wie du und was du ja auch gesagt hast mit Resozialisierung sollte irgendwie über Bestrafung stehen, ich sehe es genauso. Ich habe auch mal irgendwo eine Statistik oder ich weiß nicht, ob es eine Statistik war, aber da hieß es so mäßig, dass längere Strafen scheinbar eher dazu führen, dass die Leute sogar eher wieder kriminell werden. Ja, genau. Also dass man das nicht so sehen kann, dass jetzt eine längere Haftstrafe zum Ziel führt. Und da finde ich, sollte man sich die Frage stellen, worum geht's uns? Also was ist wichtiger? Ist es wichtiger, die Person hart zu bestrafen, damit sie sich scheiße fühlt und leidet? Oder ist es wichtiger, dass die Person keine Straftaten mehr begeht? Und ich finde halt, das Letztere ist halt wichtiger, weil das bringt uns am Ende halt mehr. Weil ich habe nichts davon, wenn jemand bestraft, also wenn jemand leidet. Aber wovon ich was habe, ist eben, wenn er nicht mehr Straftaten begeht. Ja, genau, auf jeden Fall. Und also was man zum Beispiel in Deutschland sagen kann, also wenn man Steuerhinterziehung zum Beispiel macht, diese Sachen werden ja viel härter bestraft als jetzt zum Beispiel eine Vergewaltigung oder so. Wo ich jetzt persönlich sagen würde, eine Vergewaltigung ist in meinen Augen eine schlimmere Straftat als jetzt Steuerhinterziehung, weil diese Steuerhinterziehung, natürlich, wenn das jetzt, keine Ahnung, irgendeine riesen Firma gemacht hat, die tausende von Euros haben, so. Aber wenn das jetzt, keine Ahnung, so eine Einzelperson war, die absolut kein Geld hat und, keine Ahnung, sich nichts mehr leisten kann, so, keine Ahnung, vielleicht bald auf der Straße landet oder so, und dann Steuerhinterziehung begeht und dann auch noch diesen Betrag zurückzahlen muss, beziehungsweise halt diese Zeit dann absitzen muss, weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist, Menschen dafür zu bestrafen, dass sie in Armut leben. Ja. Ja, sehe ich wie du. Aber wie gesagt, ich meine, ist doch so, oder? Dass dann so ein bisschen schon die Hintergründe berücksichtigt werden. Also ich schätze mal, jemand zum Beispiel, der aus Armut und Not zum Beispiel klaut, wird wahrscheinlich anders vor der Justiz gesehen als jemand, der schon reich ist und dann einfach so irgendwie klaut. Weißt du, wie ich meine? Also ich glaube schon, dass es so ein bisschen berücksichtigt wird, aber ja, das mit diesem, die Strafen für zum Beispiel Vergewaltigung und dann irgendwie Steuerhinterziehung und wie auch immer, so, also ja, ist irgendwie schon komisch. Also einerseits vielleicht verständlich, weil auch ja, also wenn es keine Versicherung gibt zum Beispiel, die dann diesen Schaden ausgleichen, wenn irgendwie jemand mehrere Millionen irgendwie unterschlägt oder was auch immer, das kann auch einen Riesenschaden anrichten. Ja, aber irgendwie kommt es mir auch irgendwie krasser vor, wenn eben jemand zum Beispiel vergewaltigt wird, weil das ist einfach, also für mich so, ich glaube, irgendwie das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Ja. Und das ist, ja, halt, es ist schwierig. Es wird halt
irgendwie Geld über Leid gestellt einer Person. Ja. Also diese Person hat dann ein Trauma fürs Leben, aber dann wird irgendwie Geld Ja. als was Wichtigeres dargestellt, als jetzt ja dieses das Leben der Person oder das Empfinden der Person. Obwohl man muss ja jetzt sagen, also ich meine, Deutschland ist ja jetzt nicht arm, so, weißt du, ich meine, und dass man dann, also klar, natürlich ist Steuerhinterziehung auch nicht in Ordnung, aber dass man dann so sagt, okay, so ja, lieber stecke ich jemand für Steuerhinterziehung 5 Jahre ins Gefängnis, wo man dann diese Person, also als Steuerzahler finanziert man ja diese Person sozusagen, was dann auch wieder Geld ist, anstatt dass man, keine Ahnung, einer Person Ruhe gibt, wenn man ihren Vergewaltiger ins Gefängnis steckt, anstatt ihm nur eine Geldstrafe zu geben und der dann das nächste Mal wieder eine Frau vergewaltigt, so. Ja, definitiv. Ich muss dazu halt aber auch sagen, also was jetzt zum Beispiel, also das ist so ein ganz heikles Thema, aber wenn es so zum Beispiel Pädophile geht zum Beispiel, also nicht Pädophile einfach nur, sondern die, die kriminell werden, da ist auch immer so, also voll viele Leute verlangen dann irgendwie, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, also ich bin auf jeden Fall dafür, die so zu bestrafen, dass es irgendwie angemessen ist, aber womit ich ein Problem habe, ist, dass Leute direkt Pädophile generell verurteilen. Also nicht die, die was getan haben, sondern die, die einfach nur also in Anführungszeichen einfach nur Pädophile sind. Weil ich auch da sage, ganz ehrlich, das haben die sich auch nicht ausgesucht. So, ich bin froh, dass ich sowas, diese Störung nicht habe. Und auch diesen Leuten müsste man halt irgendwie helfen. Und nicht einfach sagen, die sind böse und Monster und wie Absolut. auch immer. Weil das Aber ja, ist. also, ja, sag du. Ja, ist gut. Also, das ist dann auch so diese Frage, wie weit geht man dann? Also, sagen wir jetzt mal, ein Pädophiler wird dann aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Wen schließen wir dann noch aus? Schließen wir dann auch behinderte Menschen aus oder schließen wir dann auch, keine Ahnung, also, wie weit geht es dann, ne? Also, ich will jetzt Ja. natürlich die nicht gleichstellen, aber ich meine nur, diese Grenze ist dann halt sehr verschwommen. Und es gibt halt auch, wie du sagst, so, es ist ein Unterschied, ob jetzt ein Pädophiler kriminell wird oder halt nicht. Ja, Und auf ob jeden er auch Fall. in Therapie geht oder so, also sich Hilfe sucht, es ist ja schon ein Unterschied. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. So die nach Hilfe suchen, denen sollte man dann nicht sagen, du bist ein Monster oder irgendwas, sondern da sollte man, also ich habe Mitleid mit denen tatsächlich. Ich habe auch schon so Dokus gesehen von Pädophilen, die halt erzählt haben, so von ihrem Leben. Und da hat man richtig gesehen, also es war auch, man hat gesehen, die meinen es ehrlich, die haben sich selbst wie Monster gesehen. Die wissen, dass es falsch ist, die sagen, die wollen niemandem wehtun, aber irgendwas in ihnen ist halt drin, was sie darauf stehen lässt. Und sie können nichts dafür und die gehen auch in Therapie und wie auch immer. Und soweit ich weiß, sind sogar also ich glaube, die meisten Pädophilen werden nicht kriminell. Ich glaube, die meisten halten sich in dem Sinne schon zurück. Also nur um es für alle klarzustellen, ich verteidige ja nicht Pädokriminelle. Für mich ist Vergewaltigung generell so das Schlimmste und dann bei Kindern eigentlich das Allerschlimmste. So, ich will nicht wissen, wie eine Person überhaupt noch leben kann, wenn sowas passiert. Also vor allem, wenn es als Kind passiert. Wenn man gar nicht versteht, was da passiert. So, das ist wirklich so schrecklich. Ich will ja gar nicht dran denken. So, mittlerweile versuche ich sogar so Nachrichten auszublenden, weil früher war das immer so, da habe ich mir irgendwie, ich gehe auf Google News und manchmal sieht man halt irgendwelche Artikel, keine Ahnung, Vater missbraucht so und so oder irgendwas. Und mittlerweile klicke ich immer auf, bitte nicht mehr so Artikel anzeigen, weil das berührt mich zu sehr. Also ich will das gar nicht im Kopf haben. So klar, das passiert und aber das tut mir nicht gut und deswegen, Ja, es ja. belastet einen auch, vor allem wenn man das halt so oft sieht. So, ich habe auch gemerkt, also ich habe ja vorhin auch ein bisschen so über Träume, also wir hatten das Thema ja irgendwie vorhin mit Träumen und so. Und ich habe halt gemerkt, dass ich, also als ich viel True Crime geguckt habe, dass ich dann auch, also ich hatte wirklich schlimme Albträume dann auch. Ich habe auch dann langsam mehr Angst bekommen. Also klar, so, ich muss sagen, als Frau hat man so oder so öfter mal Angst, dass irgendwas passiert. Aber dann hatte ich halt noch mehr Angst. Also ich hatte schon Panik und habe mir schon so Sachen vorgestellt, die auch schon Menschen passiert sind und das hat mir überhaupt nicht gut getan. Und Ja, eben. ja, ich weiß nicht, solche Albträume dann zu haben, ich meine, das ist es halt auch nicht wert. Nur um, keine Ahnung, sich dazu informieren oder so. Ja, verstehe ich vollkommen. Ja, ich Naja, weiß ja, nicht, so ein bei mir bisschen ist vom. es nicht mal Oh, nee, nachts, sag du. aber also weil jetzt Dennis geschrieben hat, nachts, so bei mir ist also allgemein so egal, wann ich es geguckt habe, am Ende des Tages, das Unterbewusstsein, ich meine, alles, was man aufnimmt im Gehirn, wird auch verarbeitet am Ende des Tages. Denn
so alle Sachen, die man erlebt hat, die man im täglichen Leben erlebt, werden dann halt verarbeitet und dann, wenn man sich solche Sachen dann halt anguckt, dann tut sich dein Gehirn da halt auch irgendwas ausmalen und dann hat man halt diese Albträume. Was wolltest du sagen? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Okay. Ja, mir fällt es gerade nicht mehr ein. Ja, macht ja nichts. Ach so, ja doch. Jetzt fällt es mir ein. Ich will auch gar nicht wissen, wie es ist. Also für mich ist es halt so, dass ich jetzt nicht so, wenn ich unterwegs bin, irgendwie daran denke, dass sowas mir passieren könnte. Das ist wahrscheinlich dann auch ein Privileg, dass man so Gedanken nicht hat. Ja. Aber ja, also, keine Ahnung. Ja, muss schon sagen, es ist schon ein Privileg. Also ich hätte es auch gern. Also man hat nicht immer diese Gedanken, aber ne. Ja. Naja. Ja, sind so ein bisschen vom Thema abgekommen, aber ich finde es halt Ja. interessant. Manchmal kommt man von einem Thema aufs andere und dann ist es halt trotzdem interessant, dann redet man drüber. Ja, Weil eben. gerade hat irgendwo jemand vorher kommentiert hat, geht es immer noch um das Thema, bla. Nee, gerade nicht. Aber ja. Ich meine, gut, das mit Strafe und so, das ist ja schon auch ein Thema der Religion, weil es wird ja schon sehr Ja. viel mit Strafen gehandelt. Also es wird ja im Prinzip alles als Sünde bezeichnet. Und ich glaube, also ich hatte eine Unterhaltung mit meiner Freundin und das hat man jetzt auch wieder in diesem Stream gemerkt, wie viele Christen oder halt allgemein Gläubigen gar nicht, also dass sie nicht mal so viel über ihre Schrifte wissen, wie sie eigentlich Ja. behaupten, dass man, also zum Beispiel jetzt irgendwie, es ist ja auch im Christentum eine Sünde, unnatürliche Stoffe zu tragen, so. Und wie viele Christen wissen das und halten sich auch daran und sagen Eben. dann, ja, so, ich begehe keine Sünden, aber machst du halt trotzdem. Eben. Ich meine, es wäre im Alten Testament und es gibt dann viele, die irgendwie argumentieren, ja, nee, daran halte ich mich ja nicht und so, aber es ist halt auch wieder so ein Thema für sich. Also warum hat Gott Ja. irgendwann mal bestimmte Regeln geschaffen und dann angeblich irgendwann mal diese Regeln geändert? Also welches unendliche Wesen würde das machen? Das ist halt irgendwie komisch. Also warum Ja. ändert Gott die Regeln? Heißt es, er hat seine Meinung geändert? Ja. Warum ändert ein Wesen, das die Zukunft kennt, seine Meinung? Aber das ist eh auch generell so eine komische Sache. Also ich denke mal an Adam und Eva. Wie kann es sein, dass jemand ein Wesen oder zwei Wesen erschafft. Er weiß vorher, was passieren wird, sagt ihnen, mach das und das nicht, sonst so und so. Er weiß, was passieren wird, dann passiert es und dann ist er sauer. Also Ja. wie funktioniert das? Ja, wie so ein Naja. trotziges Kind irgendwie. Ja, wirklich wie ein trotziges Kind. Weiß Es passt halt einfach nicht zu so einem Wesen, was man sich so vorstellt, wie die Leute beschreiben, für unseren Verstand unbegreiflich und viel intelligenter und komplexer und was auch immer. Ja, eben. Und allein dieses Konzept von Adam und Eva, also ich weiß nicht, vielleicht, ob nur ich daran denke oder ich nicht die Erste bin mit dem Gedanken, offensichtlich nicht, aber das ist auch, also ich meine, im Prinzip ist es ja so ein sexistisches Konstrukt, weil am Ende des Tages heißt es ja, dass Eva ja diesen Apfel nicht essen soll, weil sie ihm ja dann fremd geht, oder? War das ja so? Echt, weiß Und ich gerade gar nicht. Aber bin auch kein also, Experte, also. ja genau, ja, also wie das genau war, weiß ich gerade nicht mehr. Auf jeden Fall wollte ich eigentlich sagen, es ist ja so, dass der Mann eigentlich einen Adamsapfel hat. Das heißt ja eigentlich, also eigentlich heißt es ja, der Mann hat den Apfel gegessen und hat diese Sünde begangen. Ich weiß nicht genau, was es für eine Sünde war. Ja, ich weiß nicht, ob es Fremdgehen war, keine Ahnung. Also es war, glaube ich, also es war auf jeden Fall eine Ja, Sünde. alles gut. Genau, und es wird halt dann aber der Frau die Schuld gegeben, obwohl ja offensichtlich Adam den Apfel gegessen hat. Ja, also ich weiß es gerade auch nicht mehr genau. Ich glaube, irgendwie die Schlange hat mit Eva geredet und hat zu ihr gesagt, also die hat gefragt, hey, wie ist denn das, also ich rede das jetzt, also ich sage es in meinen eigenen Worten, hat irgendwie zu Eva gesagt, wie ist denn das, warum dürft ihr von diesem Baum nicht essen? Und ich glaube, Eva meinte dann, ja, Gott hat uns verboten. Er hat gesagt, wenn wir davon essen, werden wir sterben. Und die Schlange meinte dann, nee, das stimmt gar nicht, wenn ihr davon esst, sterbt ihr nicht, sondern ihr bekommt dann die Erkenntnis oder sowas. Ja, Und dann genau. hat sie das, glaube ich, Adam gesagt und er und sie, ich glaube, er und sie oder nur er, haben in den Apfel gebissen, haben dann gesehen, dass sie nackt sind und keine Ahnung, haben sich dann irgendwie geschämt und vor Gott versteckt.
steckt und ja, dann ging es halt, ja, halt irgendwie so weiter, aber sowas war das auf jeden Fall. Irgendwie ja, aber in der Art, das stimmt ja gar nicht, dass sie ihn verführt hat, weil, guck mal, wenn man sich überlegt, wer hatte denn am Ende diesen Apfel im Hals? So, es ist ja der Adamsapfel so. Und den haben Männer und nicht Frauen. Ja, vor allem halt, was haben die dann Böses getan? Also wenn, im Endeffekt, die Schlange hat ja sogar irgendwie gar nicht so wirklich gelogen. Die Schlange hat gesagt, nein, ihr werdet nicht sterben, ihr werdet die Erkenntnis bekommen. Und sie haben die Erkenntnis bekommen. Sie haben gesehen, dass sie nackt sind, was sie vorher nicht wussten. Da muss man auch sich fragen, so was hat Gott da im Sinn gehabt? So, warum hat er die nackt gelassen und sie wussten selbst nicht, dass sie nackt sind? War der irgendwie, ich weiß nicht, Voyeur oder sowas? Auf jeden Fall haben sie dann reingebissen, haben das erkannt. Und was haben sie Böses gemacht? Was haben sie gemacht, um zu verdienen, irgendwie aus dem Paradies verbannt zu werden? Und vor allem, die konnten noch gar nicht wissen, was es überhaupt bedeutet. So, was ist falsch, was ist böse, so mäßig. Also, das kannten sie ja vorher gar nicht. Also, diese ganze Geschichte ist irgendwie komisch und geht nicht auf. Ja, absolut. Aber ja. Ich meine, vom Biologischen ja auch nicht. Aber was ich noch sagen wollte, ist, ich meine, allgemein, so, wenn man sich halt. Also ich meine, offensichtlich ist auch die Bibel oder der Christentum sehr sexistisch. Der Islam weiß ich nicht so genau, aber ist ja auch teilweise so. Ja, doch, doch. Und also ich weiß nicht, es ist halt offensichtlich, dass es halt von Männern für Männer geschrieben ist. Also die Männer werden halt so oder so bevorzugt 100%. Oder halt positiv 100%. Behandelt. Und am Ende des Tages, da keine Ahnung, das spiegelt ja unsere heutige Gesellschaft wieder so. Also es wundert mich halt nicht, dass es halt immer noch so ist, weil wir halt aus diesem Glauben sozusagen rangekommen sind in unsere heutige Gesellschaft und es ist halt immer noch so. Ja, halt auch dieses, es wird halt auch immer so verteidigt, so ein oft, nein, nein, die Religionen sind gleichberechtigt, so klar, vielleicht hat der eine das eine Recht, dafür hat aber dann die andere auch das andere Recht und wie auch immer, aber man weiß doch, dass die Menschen früher, und ich werfe es ihnen in dem Sinne nicht mal vor, diese Menschen sind ja auch nur irgendwie Produkte ihrer Umgebung gewesen und wie auch immer, die wussten es nicht besser, aber wir wissen, dass diese Religionen aus dieser Zeit kommen und da war es einfach so, dass die Männer halt, es war halt eine Männerwelt, die Männer haben mehr bestimmt. Und Frauen wurden nicht als gleichwertig angesehen. Also in den meisten Kulturen, soweit ich weiß zumindest. Und da halt dann irgendwie zu versuchen zu verteidigen. Also im historischen Kontext natürlich, dann kann ich sagen, ja, die Zeiten waren früher nun mal anders. Aber es dann so hinzustellen, als wäre es eben anders gewesen, als ob ja irgendwie in den Religionen und wo auch immer es gleichberechtigt gewesen wäre. So, nee, einfach nein. Ja, es war stimmt nicht. Halt nicht einfach. Und ich meine, es ist ja auch genauso, Sklaverei wird ja auch, darüber habt ihr ja vorhin, glaube ich, in dem Stream auch geredet, dass die Sklaverei auch erlaubt ist, also nach dem Christentum auf jeden Fall. Und da haben auch irgendwie welche rumdiskutiert, dass es auch nicht stimmt und sowas. Also ja, die Leute können es gerne einfach selbst, also Exodus 21, ich glaube Vers 22, da steht wörtlich, also ich kann es nicht wörtlich wiedergeben, aber in etwa steht da, du kannst deinen Sklaven schlagen, wenn er nicht innerhalb von 1 bis 2 Tagen stirbt, nachdem du ihn geschlagen hast, so soll dir nichts passieren, denn er ist ja dein Besitz, dein Eigentum. Und da steht auch, wie man von wem man Sklaven kaufen darf. Da steht dann zum Beispiel, dass auch jüdische Sklaven musst du nach 7 Jahren freilassen. Alle anderen kannst du für immer behalten und deinen Kindern vererben. Sogar bei jüdischen Sklaven kannst du die so mäßig austricksen. Und zwar sagen wir, du hast einen jüdischen Sklaven und nach 7 Jahren kann er eigentlich frei werden. Wenn du ihm aber eine Frau gegeben hast, also eine von deinen Sklaven als Frau und er sie in Anführungszeichen behalten will, mit ihr zusammenleben will, dann muss er dein Sklave bleiben. Das ist dann auch wieder so diese Hintertür, wo er dann auch nach 7 Jahren Sklave bleiben kann. Also so oder so, da sind so viele Regeln, wie man Sklaven zu halten hat. Da steht nicht, also nirgends, dass Sklavenhalten falsch ist. Ja. Und dann zu sagen, nee, ich meine, es gibt ja sogar genug Christen, die dann sagen, ja gut, Sklaverei war erlaubt oder ist erlaubt, aber man muss die gut behandeln und so. Und dann denke ich mir so ganz ehrlich, so what the fuck, so was wir gut behandeln, das ist dein Eigentum. Das haben sie gelesen, ja. Ja, das stimmt. Also oft haben sie es nicht mal gelesen, aber so diese Rechtfertigung, dieses Versuchen zu erklären, dass Sklaverei ja auch okay sein kann. So, ja, also wenn hier irgendjemand glaubt, es gibt eine akzeptable Form von Sklaverei, dann kann er sich gern bei mir melden und Sklave werden. Ich werde ihn gut behandeln, muss halt ein bisschen arbeiten, aber sonst. Ja, ich nehme auch gern ein, also wenn sich da jemand freiwillig meldet. Eben. Ja, aber ich habe es auch vorhin gelesen, also dieser Absatz auch mit den Juden und so, das steht halt
So, es steht so in der Bibel, so, da kann man ja nichts dran leugnen. Und ja, das gut zu heißen und irgendwie gut zu reden. Ja, ich habe auch irgendwie mit meiner Mutter schon mal das drüber gehabt, weil, also ich bin ja Russlanddeutsche. Und in Russland war das ja so, dass, also es gab Sklaverei sozusagen, es gab Knechtschaft. Und die wurden, sage ich mal, auch, also sie hat auch argumentiert sozusagen, ja, die wurden ja gut behandelt, so, die hatten sozusagen so Rechte, also die hatten auch Rechte. Und ich so, ja, aber das macht es ja nicht okay. Und dass es halt trotzdem scheiße ist, weil ich meine, ein Sklave ist am Ende trotzdem noch sozusagen in Ja, also unserem Land. wenn der Sklave nicht von selbst irgendwie sich befreien kann, dann ist es falsch. Also Ja. sobald er kann es ja nicht. Also egal wie du ihn behandelst, ob es gut ist, ob du lieb zu ihm bist, er hat nicht die Möglichkeit zu sagen, Meister, ich gehe jetzt. Und deswegen ist es unmoralisch. Und manche haben es dann auch schon hier drin im Stream verglichen mit dem Arbeitsverhältnis, so mäßig, ja, heutzutage bist du auch noch ein Sklave, du musst ja arbeiten gehen und wie auch immer. So, wie kann man es vergleichen? Ich kann jederzeit meinen Job kündigen, klar, ich muss versuchen, Geld zu verdienen und so, aber so, das ist nicht vergleichbar mit Eigentum von Menschen. Ja, So, kein, absolut. mein, 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 mein Arbeitgeber darf mich auch nicht schlagen oder so. Also, Ja, was eben. geht ab? Also man hat ja Rechte und man hat ja sozusagen seine eigene Entscheidung. So, du kannst ja immer gehen. Ja. I don't know, aber was, also was ich weiß auf jeden Fall, das war halt, in Russland wird das auch irgendwie sehr früh abgeschafft, diese Knechtschaft und so. Also halt, ja. Vor allem vor Amerika und so halt. Oder also eigentlich überall. Aber es macht es halt trotzdem nicht besser. Aber ja. Ja, die Sache ist halt, dass man diese Abschaffung von Sklaverei oder Abschaffung generell von Werten, die schlecht waren, das war nicht irgendwie von der Religion, sondern man hat es oft gegen die Religion erkämpft. Also das war oft die Kirche oder religiöse Institutionen, Leute, die sich irgendwie mit der Religion, ja, also die gesagt haben, die gehören dazu, die das verteidigt haben. Also die Kirche hat bis vor 200 Jahren in den USA Sklaverei verteidigt mit diesen Stellen aus der Bibel, wo eben gesagt wurde, ja, man kann doch Sklaven halten. Und dann kommen oft Leute und sagen, ja, die Kirche hat so viel gemacht. So, nee, man muss das gegen die Kirche erkämpfen. Ja. Aber, Ja, ich meine, in Deutschland ist es ja, ich meine, es ist ja immer noch so, dass die Kirche teilweise immer noch, also ich würde nicht sagen, viel Macht hat, aber trotzdem noch teilweise Macht hat. ja. Allein, dass es eine Kirchensteuer gibt. Ich bin jetzt auch erst Eben. letztens ausgetreten, zum Glück. Aber es ist, also ich finde es so frech einfach, dass man automatisch einfach. Ah, das heißt, du warst gar nicht orthodox christlich oder christlich-orthodox, sondern Nee, nee. katholisch oder Nee, evangelisch. Okay. evangelisch. Okay, Evangelisch war okay. ich. Ja. Und also ich weiß nicht, also es ist einfach frech. Ich finde es so frech einfach. Auf So, jeden dass auch Fall. Geld von einem nehmen dann einfach. Also, das ist so, als wäre es selbstverständlich. Ja, auf jeden Fall. Ich habe sogar mal gelesen, dass von den normalen Steuern, also nicht nur von der Kirchensteuer, sondern auch angeblich von den normalen Steuern Geld an die Kirche geht. Ja, Und auch muss ja. interessant, die Kirche ist, glaube ich, der größte Immobilienbesitzer in Deutschland. Und ich glaube auch in vielen anderen Boah. Ländern hat auch die Kirche einige. Also die haben mächtig viel, die haben richtig viel Geld und sicherlich auch noch hier und da Einfluss. Ja, das ist schon krank. Ja, ich meine, in den USA ist es ja nicht mal so krass, würde ich sagen, wie jetzt sogar in Europa, weil in Europa ist halt wirklich irgendwie noch sehr stark, es ist noch sehr stark ausgeprägt. Also in Amerika gibt es zwar viele Gläubige, aber so, dass jetzt die Kirchen eine krasse Macht haben, ist überhaupt nicht so. Also die haben da immer nur so Community, Churches und sowas, aber jetzt nicht irgendwie auf dem Ah, staatlichen okay. Level wie bei uns. Da kenne ich mich gar nicht so aus, aber das kam nämlich in dieser einen Sendung vor, die ich ab und zu gucke, Atheist Experience, da haben die gemeint, dass in den USA so die Kirche so mehr oder weniger machen kann, was sie will, was die Einnahmen irgendwie angeht. Also sie müssen wohl nicht Ja. irgendwie angeben, was sie mit dem Geld machen und irgendwie, also irgendwie haben sie ja bestimmte Sonderrechte, die sonst wohl keiner hat. Und das ist schon krass. Aber ja, kann sein, also mehr abgesehen davon kenne ich mich damit gar nicht aus. Ja, das ist halt das Ding, warum auch in Amerika es so einfach ist, für Sekten gut zu funktionieren, dass die halt diese ganzen Einnahmen müssen die halt irgendwie nicht belegen oder halt, keine Ahnung, es ist halt relativ frei, also es wird jetzt nicht krass kontrolliert oder so. Und deswegen, also es gibt viele, die dieses
Kirchenbusiness überhaupt eingehen, um halt viel Geld zu verdienen. Und es gab ja auch schon genug Sekten, wo das gezeigt wurde, dass diese Personen halt ja nur das, also nur wegen dem Geld das gemacht haben. Also manche natürlich aus Überzeugung, aber. Ja, klar. Klar gibt es auch immer die Leute, die dabei sind und eigentlich was Gutes im Sinne haben. Ich sage jetzt auch nicht, dass die Kirche in Deutschland oder irgendwelche Institutionen gar nichts Gutes machen. Da gibt es ja auch die Kirche, die irgendwie bei der Tafel ist oder irgendwie bestimmte Vereine hat und wie auch immer, wo es um soziale, wie auch immer geht. Aber halt so insgesamt ist es schon so ein bisschen so ein komisches Konstrukt. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, in Italien ist ja zum Beispiel schon ziemlich extrem auch. Da wird ja schon sehr krass dieser Druck auch ausgeübt, ne? Also auch auf die Gesellschaft und so. Kenne ich mich nicht aus, aber kann ich mir vorstellen, so mit dem Vatikan. Ja, Ja. genau. Also die Menschen, ja, ich meine, man lebt halt in diesem System drin. Ich meine, bei uns ist ja ähnlich, aber jetzt nicht so krass. Und da hat die Kirche ja auch sehr viel Macht. Ich meine, eine der reichsten Institutionen oder so, oder halt, ja. Ich meine, Vatikan ist ja ziemlich reich und so. Ja. Und ja, da ist es halt bisschen extremer als nochmal bei uns. Und ich denke, da haben auch viele diesen Druck, halt in der Kirche zu bleiben oder halt gläubig zu bleiben oder halt so zu tun, weil es halt Ja, auf jeden Fall. Ich verpönt glaube auch ist, so ne? die, Also. das ist auch das Witzige, bei also in den USA zum Beispiel, ist es wohl so, dass ein Präsident bessere Chancen hat, eben zu gewinnen. Also ich glaube, es gibt irgendwie keinen Präsidenten, der jemals gesagt hat, dass er daran gar nicht glaubt oder so, weil es halt Ja. einfach schlecht für ihn wäre. Das fand ich schon Ist auch so. krass. Ja, ist echt krank. Da war vorhin jemand, der schon die ganze Zeit gefragt hat, deswegen hole ich ihn mal Ach gerade so. hoch. Ja, klar. Aber du kannst drin So, bleiben, hi. wenn du willst. Hi, Double Whopper. Was geht ab? Ja, Double Whopper, wieder Burger in Burger King. Nice. Du Was geht glaubst an Gott, denn? ja? Ich glaube an Gott, ja, tatsächlich. Und wie kommt's? Oder was denkst du? Oder sagen wir so, glaubst du hast gute Gründe oder würdest du sagen, Nee, das ist eher so? ich habe eine Frage an Okay. dich. Okay. Und zwar, wie kannst du nicht ausschließen, dass es ein Märchen ist? Beziehungsweise, da du bist ja Ich verstehe Atheist, schon. ne? Kein, Ich du schließe es bist nicht nicht aus. irgendwie Ich agnostisch veranlagt, bin oder? agnostischer Atheist. Also das heißt, ich Okay, weiß nicht, aber ob es dann Gott liegst du gibt, aber ich. trotzdem in der Beweislast. Nein, nein, nein. Ich sage nicht, dass Doch, es keinen Gott natürlich. gibt. Ich sag nicht, dass es keinen Gott gibt. Ich sage nur, ich bin nicht überzeugt, dass es einen Gott gibt. Das ist agnostischer Aber Atheismus. dann ist mein Name Atheist ein bisschen irreführend, bin ich ehrlich. Nee, tatsächlich nicht. Also Doch, Atheismus sagt nichts darüber aus, ob du über. Atheisten liegen in der Nee. Beweislast, weil sie behaupten sogar, es gäbe Nein. keinen Gott. Nein, nein, nein. Du kannst gerne die Definition googeln. Und wenn da steht, dass Atheisten sagen, dass es sicher keinen Gott gibt, dann hast du einen Punkt. Aber so ist es nicht. Ich bin agnostischer Atheist. Und sich Atheist zu nennen, heißt dann Agnostischer nicht. Atheist, genau. Ja, Also schon, normaler aber. Atheismus ist, wenn man halt an kein Gott glaubt, also das auch, also gar nichts gibt sozusagen. Ja, wenn man, Das also gibt dann nochmal. sobald man Ja. feste Überzeugung ist, dass es keinen Gott gibt, ist man ohne dem Wort Agnostik ein Atheist. Deswegen auch Atheist. Ja, Theismus ist halt, also Theismus ist die Behauptung, dass es einen Gott gibt. Atheismus ist die Ablehnung der Behauptung. Das ist so, ich habe ein Beispiel. Sagen wir mal, genau, sagen wir mal, ich werfe eine Münze. Okay? Und jetzt decke ich meine Hand zu und habe selbst noch nicht gesehen, ob Zahl oder Kopf da ist. Und ich sage, es ist Zahl. So, dann kommst du und sagst, du glaubst mir nicht, dass es Zahl ist. Sagst du damit, dass es Kopf ist? Ich hoffe, man konnte mir folgen. Ja, eben, du musst beweisen, beziehungsweise du musst Genau, mir also sagen, ich sage warum du einfach nicht nur, glaubst, dass es also Zahl wenn du ist. zum Beispiel sagst, es ist Kopf und ich sage, ich glaube dir nicht, dann sage ich nicht damit, dass es Zahl ist, sondern ich sage einfach nur, ich glaube deiner Behauptung nicht. Und das ist Ja, Atheismus. aber das ist ein sehr blödes Beispiel, sorry. Okay, wenn Weil du du musst meinst. mir trotzdem beweisen, warum du nicht glaubst, Also dass es scheinbar Zahl ist. eine Deswegen große frage Sendung ich von dich ja. Atheisten benutzt dieses Beispiel auch und die finden das Beispiel gut, aber wenn du es nicht gut findest,
kein Problem. Ja, das ist eine persönliche Ich darf doch persönlich eine Meinung haben. Erst ich habe nur gesagt, das ist kein gutes Beispiel. Also die Frage ist, guck, warum glaubst du nicht? Weil ich keine Beweise habe oder Gründe, an Gott zu glauben. Ja, aber was, ab wann ist für dich etwas ein Beweis? Ja, was heißt, ab wann ist etwas ein Beweis? Ja, also, falls du fragst, was dich, wäre. Also, falls du mich fragen willst. Musst du Gott sehen? Musst du Gott erst sehen, damit du weißt. Ja, je nachdem, wie man dann sehen definiert. Also, zum Beispiel Sauerstoff kann ich nicht sehen, aber es gibt trotzdem Möglichkeiten, ihn nachzuweisen. Weißt du, wie ich meine? Ich will dir nicht so ein Ding machen, so, ja, du kannst dein Gehirn nicht sehen, existiert doch nicht, bla, bla, bla. Nein, ich frage dich einfach nur rein aufs Neugier. Okay. Also ich weiß nicht, was nötig wäre, um mich zu überzeugen. Die Frage kommt auch öfter. Ich sage dann immer sowas wie, es wäre kein Beweis, weil ich könnte dann immer noch, ich komme gleich dazu. Also ich könnte zum Beispiel im Himmel irgendeine Gestalt sehen, die wie ein Gott aussieht und würde dann vielleicht mir denken, okay, gibt es vielleicht doch einen Gott. Die Sache ist, dann könnte ich mir auch denken, vielleicht ist es irgendwas von, keine Ahnung, Elon Musk oder so, was Neues. Oder ich könnte mir denken, vielleicht bin ich psychisch krank oder jemand hat mir Drogen untergejubelt, irgendwas. Also das wäre noch kein Beweis, aber es wäre schon mal irgendwas, wo ich denken würde, da muss ich nochmal drüber nachdenken, rausfinden, was es ist. Aber was letztendlich mich überzeugen würde, weiß ich nicht, weil die Sache gibt es ja bis jetzt noch nicht. Eben, und was ich glaube, und zwar im Islam steht, dass die Herzen nicht glauben wollen. Und darum geht's. Solange du nicht einmal weißt, was für ein Beweis nötig wäre, um zu glauben, dann egal, was du je sehen wirst, was zu 100%, wenn du Gott persönlich sehen würdest, würdest du daran zweifeln. Also nicht du jetzt persönlich, sondern eben die, dessen Herzen schwarz sind quasi. So sagt man im Islam. Okay. Okay. Wissenschaftlicher Beweis da sein, damit ich daran glaube. So wie Wissenschaft ist ein Werkzeug, das von Gott erschaffen wurde. Jetzt war es aber witzig. Wissenschaft, wie oft lag die Wissenschaft zu 100% richtig? Ja, man, darum geht's gar nicht. Auch, ja, aber die Leute, das, wenn man sich an Wissenschaft stützt, dann muss das doch auch etwas, ja, naja, ja, eine wissenschaftliche Methode. Was jetzt? Ich kann ja auch sagen, wenn Wissenschaft falsch liegt, weißt du, wer dann rausfindet, dass sie falsch liegt oder wo es rausgefunden wird von Wissenschaft. Weißt du, wie ich meine? Okay, aber sagen wir jetzt mal die Evolutionstheorie. Ist sie bestätigt, ja oder nein? Die ist sehr, sehr gut bewiesen. Ich glaube, das ist mit die was? Bestbewiesene nein, Theorie. Was sind das für Fragen? Also ja, guck mal, ich glaube, du musst halt einfach mal diese Themen nochmal durchleuchten. Also falls du denkst, dass die Evolutionstheorie nicht bewiesen ist, dann klingt es so, als ob du vielleicht diese... Es Evolutionstheorien gibt. Es gibt eine anerkannte Evolutionstheorie. Nein. Es gibt eine anerkannte Evolutionstheorie. Das ist die momentane Ansicht, die Evolutionstheorie. Klar, es gibt noch irgendwie Unterformen oder Vorformen davon, aber es gibt nur eine anerkannte momentane Evolutionstheorie. Anerkannt heißt nicht bewiesen. Natürlich anerkannt meine ich im Sinne von wissenschaftlicher nein. Konsens. Sorry, die Sache ist auch durch Skelette und Artefakte etc. Ja, also durch einige Sachen, was ich dazu auch sagen will, ist, also was du verstehen musst, dass, also Evolution ist ein Fakt, okay, also Evolution ist ein aber Fakt. Aber mit der Evolutionstheorie ist da die Big Bang Evolutionstheorie. Nein, Urknall hat nichts mit Evolution zu tun. Evolution ist ein Fakt. Evolutionstheorie, da geht es dann darum, wie genau das passiert ist. Also man versucht sich zu erklären, was für Mechanismen dahinter stecken, also wie das funktioniert, wie das abgelaufen ist und wie auch immer. Also die Evolutionstheorie soll nur erklären, wie Evolution funktioniert. Evolution an sich ist 100% ein Fakt. Das sieht man ja sogar heute noch. Du siehst doch Evolution überall. Es würde kein Fakt, es würde Evolutionsfakt heißen, nicht Evolutionstheorie. Oh, das ist jetzt auch wieder eine Wissenslücke von dir. Nein. Wird nicht hinterfragt, sondern wie sie stattgefunden hat, wird hinterfragt. Genau. Guck mal, in der Wissenschaft ist eine Theorie nicht das, was du als Theorie kennst. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe da so eine Theorie, wer gestern in mein Haus eingebrochen ist, als Beispiel. Das ist nicht das, was in der Wissenschaft eine Theorie ist.
Eine Wissenschaft ist Theorie eben das, also man guckt, wie etwas funktioniert, man macht Experimente und prüft es also so lange und so hart, bis man merkt, okay, das ist die beste Form, die wir bis jetzt haben, um dieses Phänomen zu erklären. Also diesen Fakt in dem Fall der Evolution. Aber eben, die beste Form, die wir jetzt haben, diesen Fakt zu erklären. Aber es ist genau, immer noch sehr, sehr stark bewiesen, sehr, sehr stark. Also es müsste schon aber, was richtig... Aber es ist egal, wie stark es ist immer noch nicht zu 100%. Ja, aber das kannst du über alles sagen. Das kannst du über alles sagen. Nein, nicht über alles. Es gibt Sachen, die logisch erklärbar sind, die ohne, okay. die ohne der Wissenschaft eben zu 100% richtig sind. Lasst uns mal die Frage umdrehen. Welche Beweise hast du denn, dass ein Gott existiert? Ich habe nicht Beweise, sondern ich habe ein Wunder, an was ich glaube. Ja, genau das ist es halt. Hi, Barry. Ich, halt, ja, hallo, Mo. Weil man eben, halt, mein Argument ist, man braucht keine Wissenschaft, um an Gott zu glauben. Ja, aber du hast also Wunder. Okay, kannst du ein Wunder nennen vielleicht? Halt, bitte? Kannst du so ein Wunder nennen, was irgendwie ein guter Beweis ist oder ich bin Moslem. Das Buch, also der Koran, ist mein Wunder. Okay, aber was ist daran ein Wunder? Die Sprache. Also die da benutzt. Ja, aber was meinst du denn mit der Sprache? Also was ist denn an der Sprache da ein Wunder? Im 5. Jahrhundert wurde sehr viel Poesie betrieben bei den Arabern. Ich bin auch Araber. Und dann wurde eine Herausforderung gestellt, wenn jemand jemals einen einzigen Vers wie den Koran nachmachen kann, dann wird der Koran nichtig gemacht. Oh je, da gibt's Hunderte. Ich sag mal, guten Abend, wenn ich da mal einschreiten darf, Mo, ist halt ja, du wolltest gerade antworten. Nein, sag du. Dabel, ich möchte mal so anfangen, weil du hast ja gesagt, von wegen, er wäre ja in der Beweislast oder er müsste die Beweisführung bringen, dass es quasi keinen Gott gibt. Okay. Klingt irgendwo erstmal pragmatisch. Auf der anderen Seite, was denkst du? Nehmen wir mal so eine typische Gerichtssituation, ne, wie wir es so aus den amerikanischen Filmen kennen. Da sitzt der Richter, ne, der das Ganze da organisiert, und sitzen da die 12 Geschworenen, ne, die sich das anhören, was der Kläger sagt, und sich das anhören, was der Verteidiger sagt. Jetzt erstmal der erste Punkt. Kannst du dir vorstellen, dass ein Richter bei irgendeinem Mord, den er im Prinzip dort beurteilen muss, dabei war? Mit Sicherheit nicht, richtig? Nein. So, kannst du dir vorstellen, dass die 12 Geschworenen dabei waren bei dem Mord, der jetzt, sagen wir mal, theoretisch in unserem Fallbeispiel gerade besprochen wurde, dabei waren? Auch nicht, oder? Worauf willst du hinaus? Auf die Antwort. Und der Punkt ist also der, in dem Augenblick gibt es sogenannte Indizienmöglichkeiten. So, da niemand von den zurzeit lebenden Menschen theoretisch als auch praktisch zurzeit irgendeiner Gottheit, irgendeiner, sagen wir mal, ja, wie soll man sagen jetzt, Apostelwesenzeit oder eines Übermenschen oder was auch immer dabei war, müssen wir von Indizien ausgehen. So, genau, wenn ich da jetzt kurz einschreiten kann, ich weiß schon. Du weißt gar nichts. Versuch nicht zu wissen, aber trotzdem was ich eventuell sagen möchte. Trotzdem ja, da kannst du dann sagen, wenn ich fertig bin, ja. Nein, ich gerne. Möchte kurz einhaken. Und zwar, wenn ein Buch so akribisch ist. Dein Buch ist von Menschen geschrieben, so, ich bin Schriftsteller. Ich schreibe mein 11. Buch, trotzdem stimmt das nicht unbedingt, was ich schreibe. Wenn ein Buch also, Lass mich bitte zu Ende reden, weil du kannst danach direkt eingehen, weil dann hast du ja die Möglichkeit zu antworten. Es sind schon so, vier Punkte, die du genannt hast. Ich habe noch gar keinen Punkt genannt. Lass mich bitte ausreden. So, ja, und jetzt kommt der Punkt. Wenn ich jetzt als Moos-Verteidiger aufstehe und sage, okay, welche Fakten liegen uns denn vor? Es gibt Kriege ohne Ende, wo die Kinder dieses angeblichen Gottes sich gegenseitig bekriegen,
töten und aber du redest vom Christentum. Lass mich doch bitte ausreden. Lass mich doch bitte ausreden. Lass mich doch bitte ausreden. Wie sollst du es denn verstehen oder die Zuschauer? Ich kann ja verstehen. Okay, ich kann aber nicht 5 Minuten lang jemanden ausreden. Das ist eine normale Diskussion. Doch, du kannst, das ist kein Debattierklub. Es sei denn, du siehst deine Argumentation in Gefahr. Also lass mich doch einfach mit ausreden. Das wäre einfach. Sorry, ich war gerade in der Küche. Leute, ja genau. Ja, also ich stürme jetzt erstmal Double Whopper. Guck mal, Double Whopper ganz kurz. Lass ihn bitte noch kurz ausführen. Ja, gerne, ich glaube, es geht auch nicht mehr so lange. Ja, aber ich kann. Und dann schauen wir mal. Reden, ja, die Zeit wirst du haben. Eventuell könntest du es gerade raus was lernen. Oder etwas mitnehmen. Kann doch so, also lass mich doch bitte ausreden. So, das heißt, wenn ich also aufstehe und sage, also es gibt Kriege, wo die Kinder Gottes sich gegenseitig abmetzeln, töten und so weiter und so weiter. Und kein Gott greift ein. Dann kommt also der Kläger und sagt, ja, Moment, der Mensch hat ja einen freien Willen. Dann frage ich mich, okay, liebe Geschworenen, warum hat denn dieser Gott irgendwann mal eingegriffen, weil die Menschen in Sünde gelebt haben? Das heißt, sie haben eventuell irgendwo jetzt fassungslose Liebe betrieben und da hat er eine große Flut geschickt. Also im Vergleich einer Straftat, wenn ich sage, hey, da haben eventuell unverheiratete Pärchen, Männer mit Männer, Frauen mit Frauen, Frauen mit Männer und ich weiß nicht was alles, sich die Zeit vergnügt, da schickt eine große Flut. Aber in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, wo Menschen sich töten, wo Männer Frauen schlagen, wo Morde passieren, wo Kinder vergewaltigt werden, Kinder ermordet werden, wo ganze Völker ausgerottet werden. Ich denke an Mittelamerika oder auch die Eroberung des nordamerikanischen Staates. Da passiert gar nichts, da macht gar keiner was. Wie kann das denn sein? Ist der Gott jetzt nicht omnipotent oder hat er kein Interesse? Ist es der? Also bei Eltern würde man sagen, es wäre also Verletzung der Aufsichtspflicht. Wie nennt man es bei einem Gott? Desinteresse oder hat er nicht die Fähigkeit. Dann kommt der nächste Punkt, wenn ich sage, also es wird von Wundern geredet, aber wie kann denn ein Gott innerhalb einer kurzen Spanne mehrere Wunder zeigen und man hat es nicht gesehen, aber danach 2000 Jahre lang oder 2023 Jahre lang inzwischen haben wir gar nichts mehr. Es ist kein neuer Messias da, es ist keiner da, der Tote aufweckt, es ist niemand da, der Blinde sehend macht, Lahme gehend und so weiter und so weiter und so weiter. So, und dann glaube ich, also, weil du sagst, du bist selbst Moslem, ich kenne mich mit den Religionen aus, dann sage ich, und jetzt überlegen Sie mal, jetzt hat dieser Gott sogar ein Buch befohlen über jemand, Gabriel, Jibril und so weiter und dann Mohammed und so weiter und so weiter, wo er reinschreibt, 27 Tötungsbefehle an Ungläubige. Ungläubige bedeutet also im Islamischen, also auch Christen, also alle, die nicht islamischen Glaubens sind, sprich Buddhisten, Christen, Juden, Atheisten, Agnostiker, was auch immer. 27 Tötungsbefehle. Koran, Sure 291, töte sie, wo immer ihr seid. Barry, was ist dein Punkt? Ich würde jetzt tatsächlich auch Barry sagen, nein, Barry, ganz kurz, vielleicht machen wir es jetzt doch so, dass wir jetzt auf den ersten Punkt eingehen. Also der erste Punkt war ja das mit, was war es nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ja, mit dem Krieg, also man sieht im Prinzip kein Einschreiten, keine Aktion oder Reaktion von einem sogenannten göttlichen Wesen. Ah genau, also dass früher irgendwann mal Gott zum Beispiel bei der Sintflut eingegriffen hat und jetzt nicht mehr eingreift. Genau. Oder also jemand geschickt jetzt hat, der dementsprechend wieder auferstanden ist oder tot geheilt hat. Okay, ich gehe mal darauf ein, weil die Botschaft bereits da ist. Jetzt haben wir die Botschaft da, beziehungsweise also jetzt an was jemand glauben soll, entweder die Bibel oder Koran oder die Tora oder Aktionen. Ja, pass auf, eben die Aktionen sind nicht mehr nötig. Wenn du mir zuhören würdest, würdest du verstehen, was ich meine. Die Aktionen sind nicht mehr nötig, weil eine Botschaft bereits gekommen ist und die Leute müssen halt eben daran glauben und solange sie daran glauben, würde so etwas nicht passieren. Also hat mit anderen Worten, wir glauben ja daran, dass das ganze Leben ein Test ist. Hat Gott, wer auch immer das ist, ja, guck, Barry, jetzt habe ich dich 5 Minuten ausreden lassen. Jetzt darf ich auch mal reden, oder? Ja, aber du hast gerade deine Antwort schon beendet, oder nicht? Oder kommt da noch mehr? Ich will noch klar sein, Barry, aber er war halt noch am Reden, deswegen lass mich noch ein bisschen reden und dann gucken wir mal, wo uns führt.
Naja, okay, also meine Antwort ist, dass die Botschaft bereits gekommen ist. Diese ganzen Aktionen, von denen du redest, da war noch die Bibel nicht weder fertig geschrieben noch sonst was. Also dementsprechend auch der Koran nicht natürlich. Warum ist die Bestrafung? Und warum die große Flut und jetzt nichts bei Kriegen? Weil jetzt die Leute im Jenseits bestraft werden. Die werden nicht mehr jetzt bestraft, weil die Botschaft sollte quasi schon bei jedem angekommen sein. Verstehst du, wie ich meine? Und wenn das bei den Leuten, die jetzt unnötig Zivilisten und was auch immer töten, noch, also das sollte ja bei denen schon angekommen sein. Was ich sagen wollte, war, dass die dann selber schuld sind. Da braucht keiner einzuschreiten. Die werden ihre gerechte Strafe schon bekommen im Jenseits. Und warum hat er denn die Leute damals mit der Flut nicht im Jenseits bestraft? Die Möglichkeit hätte er doch auch gehabt. Damals ja, aber da wussten die Leute ja noch nicht, was richtig und was falsch ist. Wir brauchen einen moralischen Kompass, einen objektiven. Und von daher... Den hat er verpasst, den Menschen vorher zu geben. Weil er hätte ja das den ersten Menschen geben können und nicht 4000 Jahre warten können. Das finde ich ein guter Punkt. Ja, da normaler, ich das, also das normalerweise als Gott müsste er ja den ersten Menschen, die er erschaffen hat, ein Regelwerk irgendwo an die Hand geben, oder? Naja, die ersten, ja, dann würde ich meinen, die ersten Menschen waren wahrscheinlich gläubig genug. Nee, die ersten Menschen waren nicht gläubig. Ich denke da an die Sumerer, an die Akkader, an die Babylonier. Da war keiner gläubig von denen. Ja, habe ich keine Antwort drauf. Okay, dann kommen wir zur zweiten Frage. Wie gesagt, wir sind immer noch vor den Geschworenen. Ne? Die würden also jetzt wahrscheinlich sagen, okay, spricht eigentlich eher für den Angeklagten, sprich für Mo, der Beweis, dass es da wahrscheinlich keinen Gott gibt. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Jetzt sage ich, und dann wird behauptet, dass es dort ein Regelwerk gibt. Ich nehme jetzt mal den Koran. Ich könnte auch das Alte Testament, das Neue Testament nicht, aber das Alte Testament nehmen. Aber da du Muslime bist, nehme ich jetzt den Koran. So, wo im Prinzip 27 Tötungsbefehle drinstehen gegen Ungläubige. Zum Beispiel Sure 291 tötet, wo immer ihr sie trefft. Oder wo die Frau extrem sind Kriegsverse. Sure, Moment. Der Koran ist zeitlos gültig und ist Gottes Wort. Also da gibt es keine Geschäftszeiten. Ja, aber das sind Geschäftszeiten. Priester. Zeitlos Moment, gültig lass, heißt lass nicht, dass das morgen jetzt machen. Wir haben ja dieses Reglement, dass du mich ausnehmen lässt. So, und oder dass Frauen unterdrückt werden. Also theoretisch ein Täterschutz passiert, wenn die Männer im Prinzip Warte, stopp. Moment. Dass Frauen unterdrückt werden, was heißt das? Moment. Wo steht das? Sag ich dir, du musst mich aussehen lassen. So, dass Frauen unterdrückt werden im Sinne von, dass es Opferschutz gibt, aber kein, dass es Täterschutz gibt, aber keinen Opferschutz. Nämlich die Frauen müssen sich verhüllen, weil Männer sich eventuell nicht zusammenreißen können. Oder die Frau, Sure 434, meidet sie im Schlafzimmer und schlagt sie. Dann gibt es zwar immer noch das so kann, die ja, okay, das, lass mich okay. doch bitte aus, lass mich doch bitte ausreden. Wir haben eine schöne Einigung. So, und dann gibt es zwar immer noch diese Hadithen, wo drin steht, ja, dann nehmen wir den Miswak, das ist so ein Zahnstocher, und mit denen sollen wir den tätscheln, was also sehr unglaubwürdig klingt. Aber gleichzeitig steht dann drin und schlagt sie, wie gesagt. Ne? Und dann, ich sag mal, allein die Situation, dass zum Beispiel die Sure, ich glaube, 565 oder was, müsste ich jetzt nochmal nachsehen, wo im Prinzip drin steht, dass die Kindsehe, also mit Frauen, die noch keine Menstruation haben, ne, dass also die verheiratet werden dürfen und die Männer, egal welchen Alters, Geschlechtsverkehr mit ihnen haben dürfen und so weiter und so weiter. Das Homosexuelle vom höchsten Gebäude, kann denn so ein Buch von Gott gesandt werden? Und jetzt meine Frage, bitte ganz objektiv, was denkst du, würden mir da die Geschworenen nicht recht geben, dass das keine Worte von einem Gott sein können? Ganz ehrlich, bitte. Ich wollte eigentlich eher auf dem Vers antworten, den du genannt hast. Nee, ich hatte dir gerade eine Frage gestellt. Ja, darauf möchte ich nicht eingehen. Also darauf möchtest du auch keine Antwort. Also ich würde mal sagen, dass die 12 Geschworenen den Mo freisprechen würden und würden sagen, es ist bewiesen, dass es nach hier, ne, den Zeugen und nach den Aussagen
keinen Gott gibt. Die Sitzung ist geschlossen. Wow, standing ovation. Habe übrigens nochmal gegoogelt. Also Atheismus heißt tatsächlich nicht, dass man zwingend sagt, dass es keinen Gott gibt, sondern es heißt einfach nur, man glaubt nicht, dass es einen Gott gibt. Also man ist nicht überzeugt. Es gibt Leute, die sich Atheisten nennen, wollte ich nur sagen, egal, nicht wichtig. Ja, genau. Okay, hey, cool zu wissen. Ja, auf dem Vers mit schlagt sie, okay? Ja. Das deutsche Vokabular besitzt um die ungefähr 600.000 Wörter. Nein, das ist, bitte komm nicht damit. Ich habe den Koran, alles gelesen. Bitte komm nicht damit. 12 Millionen Wörter. Das ist eine blumige Sprache. Ich bin Araber. Ja, guck mal, jetzt habe ich dich ausreden lassen. Barry, oh mein Gott. Ja, aber nicht ein erwachsener Mann. Beruhig dich ein bisschen, es tut mir leid, wenn du sowas erwartest, dann lass mich mal bitte ausreden, okay? Bitte keine ja. Ich muss auch sagen, nein, also Barry, nein, auch wenn nein, ich natürlich deine Argumentation nein, verstehe, stopp. Hallo Dabelropper, ich versuche dir gerade Redezeit zu verschaffen. Ich versuche gerade für dich Redezeit. Ja, ich verstehe, genau. Ja, kannst du auch weiterhin, ja. Genau, also Barry, weil du halt viel gesagt hast, würde ich einfach ihm so ein bisschen Zeit geben, um bestimmte Sachen auszuführen, ohne ihn dann praktisch bei jedem kleinen Argument oder wie auch immer nochmal reinzureden. Einfach nur, dass er so ein bisschen erläutern kann. Okay. Ja, gerne. Also, wie gesagt, 600.000 Wörter ungefähr in der deutschen Sprache. Die arabische ist da viel komplexer. Okay, das sind um die 12 bis 13 Millionen Wörter. Und im Vers an sich, wo steht schlaget sie? Ja, im Deutschen. Ist auf Arabischen fadrubuhunna, sagt man. Das bedeutet im Arabischen, schlaget sie, ja, auf eine Art und Weise. Aber die Gelehrten, ja, ich meine, sorry, aber kann man aber wirklich so reden? Aber du rechtfertigst gerade Sklaverei. Aber warte, das ist jetzt respektvoller Umgang, dass jetzt mittendurch einfach gelacht wird. Ja, entschuldige, weil ich musste gerade lachen, weil du sagst, da steht nicht schlag sie, aber ja. Nein, ich erkläre dir doch, du brauchst nicht zu lachen wie so ein Ekelhafter. Okay. Ja, aber du brauchst nicht versuch zu mir, lachen, ich würde gerne. Also ich okay, versuch mir zu chillen. Ich verstehe schon, du willst ausreden und so. Ich gebe dir recht, deswegen red bitte weiter. Erklär, was du meinst mit einer angemessenen Form von Schlagen im Koran. Nein, ich habe es mich falsch verstanden. Es ist nicht eine angemessene Form von Schlagen, sondern. Da setzen sich Gelehrte hin. Was ist hin. Gemeint? Ja, da was setzen sich gemeint? Gelehrte hin. Da setzen sich Gelehrte hin und fragen sich, was damit gemeint ist. Das Wort fadrubuhunna, el-darub, das hat viel mehrere Synonyme im Deutschen als nur schlagen. Ich kann das nicht erklären, meine Hauptsprache ist eben Arabisch. Mein Deutsch ist jetzt nicht so unbedingt 100%. Ja, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Die überlegen, was es bedeutet. Okay, aber ich würde gerne fragen, was glaubst du? Fadrubuhunna kann so vieles bedeuten. Fadrubuhunna, die Gelehrten waren sich alle akribisch zu einer Meinung einig, dass Fadrubuhunna ignorieren bedeutet. Und im Arabischen sagen wir das sogar. Das ist sprachlich, also 100% im Gebrauch, wenn ich sage, ja, undoreb, so, dann heißt das so viel wie, ja, geh weg, ich ignoriere dich. Es ist einfach okay. So. Das ist deine Antwort. Aber somit musst du zugeben, dass einfach dieser Vers, das wird so oft als Beispiel. Ich muss gar nicht zugeben. Also ich habe deine Antwort jetzt gehört. Und wenn man keine Arabischkenntnis hat, dann braucht man bei so etwas nicht einmal versuchen zu argumentieren. Okay, so das heißt also, dass du, also der Koran, den ich habe, der ist aus Saudi-Arabien, dem Mutterland des Islams, von der Fakht-Universität. Hast du es auf Arabisch gelesen? Von dem höchsten... Hast du es auf Arabisch gelesen? Wie war das gerade mit dem Ausreden? Hast du es auf Arabisch gelesen, ja oder nein? Wie war das gerade mit dem Ausreden? Es kommt, ich weiß schon, was kommt. Wie war das gerade mit dem Ausreden, bitte? Wie war das gerade mit dem Ausreden? Lässt du mich auch Hast du es auf Arabisch gelesen, ja oder nein? Lässt du mich jetzt bitte ausreden? Nein, ich habe keinen Bock mehr, dich ausreden zu lassen. Du hast keinen Bock mehr, mich ausreden zu lassen, nicht die Antwort. Hä, weil du keine normale... Lass mich doch bitte ausreden, dann wirst du es doch erfahren. Nö. Ich glaube,
Okay, ich glaube, Du ich kannst muss auch enden, Leute weil. muten. Ja, aber das Problem ist, sie können sich selbst entmuten. Also irgendwie klappt das mit euch beiden. Also nicht, ich beschuldige jetzt nicht einen spezifisch, sondern es klappt irgendwie die Diskussion zwischen euch nicht so. Wir haben jetzt seit 10 Minuten oder so dieses ständige Reinreden und ich will jetzt auch nicht sagen, wer irgendwie schuld ist oder wie auch immer, aber es klappt nicht so. Ich kann nicht wirklich verstehen, wer was so richtig meint. Also es kommt nicht zu so einem richtigen Punkt und so. Und Gut, deswegen, nur also klar, ich habe jetzt ein Satz verstanden. dazu. Nur ein Satz dazu. Und zwar, der Koran, den ich habe mehrere Koran-Ausgaben. Der Koran, den ich habe, kommt aus Saudi-Arabien, aus dem Mutterland des Islams, von der König-Fahd-Universität und ist von mehreren hocharabischen Schriftgelehrten übersetzt ins Deutsche und von dem Obermufti aus Saudi-Arabien genehmigt. So, und dann frage ich mich, wenn es ignorieren heißt, wieso ist denn das Wort und schlagt sie genehmigt? Es gibt ja in den Hadithen sogar Vorschriften, wie man schlagen soll. Nicht ins Gesicht oder nicht unbedingt, dass man es sieht oder dass die Leute nicht, dass die Frauen nicht blau und grün sind und so weiter und so weiter. Also blau und grün wird man nicht vom Ignorieren. Und ignorieren macht auch absolut keinen Sinn, wenn ich mir den Vers dann nochmal anhöre und sage, und meidet sie, also ermahnt sie, ne, das wäre das Erste, und meide sie im Ehebett, das ist ja schon ignorieren, und ignoriert sie, das macht keinen Sinn. Meidet sie im Ehebett und ignoriert sie. Nein, das macht keinen Sinn. Und schlagt sie steht da drin. Und das sind Gottes Worte übersetzt von Hochwissenschaftlern, arabischen Sprachgelehrten aus Saudi-Arabien. Die haben das genehmigt, dass das richtig ist. Und Ich so kannst du es auch würde in dir ans jedem Herz Koran legen, lesen. ich würde dir ans Herz legen, im Islam gibt es sowas, es heißt Fiqh. Und das bedeutet so viel wie eben Sprachwissenschaften oder beziehungsweise Ja, die haben das Koranwissenschaften. ja, die haben das übersetzt, richtig, ja. Das wird nicht da übersetzt, das wird nicht als Doch, Schlagen übersetzt. doch, Nein, das wird dann schlagen übersetzt. Aber gut, es ist auch der nächste Punkt. Nimm doch, im komm, nimm sprachlichen doch die Gebrauch, Sure wenn ich 565, nimm Sorum doch die sage. Sure Okay, warte mal ganz 565, kurz. wo es darum geht, dass im Prinzip minderjährige Frauen, Mädchen, die noch keine Monatsblutung haben, Das ehelich stimmt nicht. werden Was können. steht denn da drauf? Was steht denn da drauf? Das stimmt nicht. Bitte was? Das stimmt gar nicht. Das stimmt zu 100% nicht. Was steht denn in der Sure drin, bitte? Das kann ich dir genau sagen. Sekunde, gib mir eine Ja, dann Sekunde. bitte Und zwar, schön. und also so, das ist die Sure At-Talaq, Sure 65, Vers 4. Und diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutung mehr erwarten, wenn ihr im Zweifel seid, so ist ihre Wartezeit 3 Monate. Also das wären Frauen in der Menopause, in der Übergangsphase, ne, also ältere Frauen. Und ebenso derjenigen, die noch keine Monatsblutung haben. Und dann kommt noch die dritte, nämlich diejenigen, die schwanger sind. Ihre Frist ist erreicht, wenn sie mit dem niederkommen, was sie in ihrem Leben, in ihren Leibern tragen. Und wer Allah fürchtet, dem schafft er in seiner Angelegenheit Erleichterung. Da Um steht was da drin. geht's denn? Um was geht's denn Da da geht es um in die diesem Gespräch? Scheidung von seinen Frauen. Also darf hier im Prinzip eine Minderjährige geheiratet und auch geschlechtlich penetriert werden. Also ein Mädchen, was noch keine Monatsblutung hat, was also dann, ich sag mal, im Alter, na, wahrscheinlich bis zu 9 oder 10 Jahren alt ist. Das steht hier drin. Und das beste Beispiel ist ja Mohammed selber, der Aisha geehelicht hat, wo sie 6 war und die Ehe vollzogen hat, wo sie 9 war. Was sie selber zugegeben hat, da sie noch mit Puppen spielte und noch auf Schaukeln. Und das darf im Prinzip eine Frau nur, wenn sie Kind ist. Also du hast heute keine Chance bei den Geschworenen, würde ich mal sagen. Heute, ja, das stimmt. Ja. Dann würde ich sagen, haben wir das Thema erledigt, Mo. Ja, ich meine, ich bin ja auf deiner Seite. Bei mir ist es halt immer so mäßig, egal wie man versucht, dann diese Definition zu klären und wie auch immer. Es ist ja eigentlich ganz klar, wie die Zeiten früher waren. Es war ja auch nicht nur im arabischen Raum so, dass man Kinder geehelicht hat, sondern es war in vielen Teilen der Welt so. Und dann so versuchen es so zu drehen, also meiner Meinung nach so zu drehen, dass es dann doch ja irgendwie voll oder zumindest annähernd Volljährige waren oder wie auch immer, Geschlechtsreife, keine Ahnung was, ist so ein bisschen,
ist für mich unrealistisch einfach, ja, wenn man, ja, wenn man, ja, den historischen Kontext betrachtet. Ja. Und, wobei das eine ist halt, ich sag mal, landläufig, wenn du so willst, weil in Amerika, da waren die Pärchen auch wahrscheinlich sehr, sehr jung. Und man kennt zum Beispiel auch vom hörst du mich noch? Ja, ich höre dich noch. Ich mache mich nur stumm, wenn ich noch rede. Achso, okay. Oder auch aus dem babylonischen Talmud, da kennt man auch sogar Schenkelsex mit 3 Wochen alten Babys und so weiter und so weiter. Und das kann man auch alles nachlesen. Aber hier ist es halt etwas Besonderes, weil es eben von einem Gott, angewiesen, vorgebetet, beschrieben wird und so weiter. Das ist halt die Problematik dabei, ne? Genau, du sagst, was ja, ich möchte auch was sagen. Da Europa hast ja gesagt, im geschichtlichen Kontext ist es ja deiner Meinung nach okay anscheinend. Nein, nicht okay, sondern das war halt die Realität. Das war falsch, ja, aber es war die Realität. Ja, oder die Realität. Aber man muss ja auch sagen, dass es heutzutage immer noch passiert und auch in arabischen Ländern und dass dann oft auch, dass es Rechtfertigung gesehen wird. Richtig, genau. Wird legitimiert. Ja, eben, es wird legitimiert und auch, du hast ja am Anfang sogar selber gesagt, dort steht Schlagen. Also du hast es ja selber zugegeben. Und es ist auch egal, ob es jetzt Schlagen war oder da stand, keine Ahnung, wie heißt das, also tu sie zur Rechenschaft bringen oder whatever. Also keine Ahnung, wenn sie irgendwie einen anderen Mann angeguckt hat, dass sie dann irgendwie dafür büßen muss oder so. So oder so ist es frauenverachtend und menschenverachtend allgemein. Ja. Ja. Und das kann man auch nicht gut reden. Darum ging es aber, wenn sie ihn den Mann betrügt. Ja, aber dann findest du es okay, eine Frau zu schlagen, wenn sie einen Mann betrügt. Nein. Ich finde es natürlich nicht okay. Nein, aber du meintest, dass es menschenverachtend ist, jemanden so zu meiden und zu ignorieren und sonst was. Ja, aber du hast doch selber aber gesagt, schlagen und. In erster Linie. Christina, es ist ja noch schlimmer, Christina. Darf ich kurz vorlesen? Was? Ich habe es nicht gehört. Das ist Sure Anissa, 434. Und da steht schon mal drin. Die Männer, wie gesagt, von einem Gott, die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen wegen dessen, womit Allah die einen vor ihnen, vor den anderen ausgezeichnet hat. Also da sind schon mal die Männer mehr wert. Und weil sie von ihrem Besitz für sie ausgehen. Ne? Klar, der Mann bringt ihr Geld nach Hause, Frau steht zu Hause am Herd oder wo. So, darum sind die rechtschaffenden Frauen demütig ergeben und hüten das zu Verbergende, weil Allah es hütet. Und diejenigen, und jetzt wird's extrem, und diejenigen, deren Widersetzlichkeit ihr befürchtet, also nur Widersetzlichkeit, nicht Fremdgehen, nur Widersetzlichkeit und nur befürchtet, ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Wenn sie euch aber gehorchen, dann sucht kein Mittel gegen sie, Allah ist erhaben und groß. Ja, ganz toll. Ja, es fällt mir halt auch schwer, da irgendwie das so zu sehen, so zu drehen, dass dann Frauen gleich viel wert sind. Ich glaube auch, Barry kennt auch das Beispiel mit den Zeugenaussagen vor Gericht, ja, wo dann eben eine Aussage von einem Mann so viel wert ist wie von 2 Frauen, weil es irgendwie heißt, richtig, eine Frau soll eine andere Frau dazu holen, falls sie sich nicht so erinnert oder so. Ja. Ist halt die Frage, warum wird es selber nicht über Männer gesagt? Also ist es sehr schwer, dass. Es ist sehr schwer, irgendwie darin Gleichberechtigung zu sehen. Ja. Und auch gibt es auch eine Regelung für Frauen, wenn der Mann irgendwie nicht gehorsam ist oder was auch immer. So, ja, ich weiß nicht. Ist halt entscheidend ist ja zum Beispiel die Al-Baqarah, ist die Sure 2, 223. Eure Frauen sind euch ein Saatfeld. So kommt zu eurem Saatfeld, also zu den Frauen, wann und wie ihr wollt. Doch schickt Gutes für euch selbst voraus. So nach dem Motto, also bezahlt sie noch dafür. Ich kenne sowas eventuell auf Hamburg, am Kiez oder wo. Und fürchtet Allah und wisst, dass ihr ihm begegnet und verkündet den Glauben frohe Botschaft. Ja, den Gläubigen frohe Botschaft. Naja, ganz toll. Also die Frau muss hinhalten, wann immer der Mann Lust hat. Also das ist mit Sicherheit nicht unbedingt Gleichberechtigung, ne? Ja, und auch wenn es im geschichtlichen Kontext, sagen wir mal, damals normal war, also glauben ja Leute immer noch nach dieser Schrift an eine Religion und rechtfertigen diese Religion und auch diese Aussagen oder leugnen sie sogar. Also das
ist ja schon trotzdem nicht eine Rechtfertigung. Ja, ja. Was leugnen Sie sogar? Ja, du hast doch auch gerade geleugnet, dass dann nicht schlagen steht, sondern ignoriere, obwohl es ja in einem... Das ignorieren bedeutet, ich habe nicht... Übersetzung steht, schlagt. Nein, die Übersetzung ist eben ignorieren. Darum nein, ist eben nicht. Aber das ist deine Übersetzung und nicht die offizielle Übersetzung. Das ist nicht richtig, meine Übersetzung. Genau. Die offizielle ja, aber dann müsst ihr euch da ein bisschen belesener machen. Also stellst du gerade das Wissen der König-Facht-Universität und das Königshaus in Saudi-Arabien und die königlichen Schriftgelehrten, die hocharabisch sprechenden Schriftgelehrten, deren Wissen stellst du gerade in Abrede? Ehrlich? Nein. Dein Ernst? Nein. Nein. Ja, also die haben es doch mit Schlagzie übersetzt und es gestempelt. Da ist sogar ein Stempel drin von der Universität. Die Übersetzung, die erste Übersetzung ist Schlagen, weil das stimmt. Die erste Übersetzung von diesem Wort. Aber ja, wenn man das so liest, als Muslim sieht er sich legitimiert, zuzuschlagen. Nein, du musst da schon tiefer reingehen. Du musst da wirklich schon tiefer reingehen. Aber das ist dann nur eine Interpretation. Richtig. Aber genau, also die Frage wäre auch von mir an Double Whopper. Interpretation. Woher weißt du denn, dass die richtige Interpretation ignorieren ist? Weil man nur einmal googeln muss, was das bedeutet auf Arabisch. Aber du hast doch gemeint, es gibt mehrere Bedeutungen. Ja, aber im Koran, in diesem Kontext. Nein, guck dir die Tafsir an oder guck dir die Hadithen an. Hallo, ja, Tafsir, kenn mich da aus, genau, bitte. Tafsir, wenn du Tafsir kennst, wenn du das Wort schon kennst, erklär mir mal, was das bedeutet. Nee, ich muss ihn nicht erklären. Aber erklär's mal. Ich will wissen, ob du das kannst. Ich kann absolut verstehen, wie du reagierst. Kennst du die Sure 5101, die Al-Ma'ida? Umzupumpen. Und da wird nämlich gesagt, die ihr glaubt, also an die Muslime, fragt nicht nach Dingen, die, wenn sie euch offengelegt werden, euch leid tun, wenn ihr nach ihnen fragt zu der Zeit, da der Koran offenbart wird. Sie euch gewiss offengelegt werden. Wo Allah sie übergangen hat. Und in der nächsten Vers 102 steht, Leute vor euch haben schon danach gefragt, doch dann wurden sie ihretwegen ungläubig. Das heißt, die da genauer nachgefragt haben, die haben also nicht mehr an den Islam geglaubt. Was bedeutet Tafsir? Das ist die Erläuterung aus dem Koran. Aber die Tafsire stammt von Menschen. Und der Allah hat doch ganz klar gesagt, wer kennt sich besser aus? Du oder der Gelehrte von früher? Ich. Weil der Gelehrte hat früher nicht in der Zeit, es waren nicht die Gelehrten, es sind Überlieferungen, die das aufgeschrieben haben. Akribische Überlieferungen, akribisch. Sahih, ja klar. Ja klar. Ja. Ja, wer kennt sich da besser? Woher kam denn die Hadithe? Weil im Prinzip die Menschen zu Mohammed angeblich hingegangen sind, haben gesagt, hey, mit dem Schlagen und die Leute fragen. Und dann sagt er, okay, ja, schlagt sie so, also nicht ins Gesicht, nicht da. Also es wurde angewiesen, wie man zu schlagen hat. Und das ist im Prinzip, die Tafsire, die Hadithen, das sind im Prinzip, ich sag mal, Interpretationen, und du kennst ja auch die Abrogation, würde ich sagen, also die Abänderung von eben. Aber die Frage ist doch, guck mal, was ich zum Beispiel auch im Christentum, wie soll ich sagen, nicht verurteile, aber bemängele, ist, im Alten Testament sagt der gleiche Gott Auge um Auge, Zahn um Zahn, und im Neuen Testament hat der Gott seine Meinung geändert und sagt mit einmal, predigt die Feindesliebe oder wird dir auf die linke Wange geschlagen, dann halt auch die rechte Wange hin. So, und das sind aber alles Dinge, wo ich jetzt summa summarum sagen kann, danach kann es keinen Gott geben, der sowas befiehlt oder der nicht von Anfang an seines eigenen Wissensglaube ist und dem er seine Meinung ändern muss. Warum eine Abrogation? Naja, im Islam kenne ich jetzt zum Beispiel die Abrogation mit dem Alkohol. Erst war der Alkohol erlaubt. Das heißt, wo Allah selber noch getrunken hat, fand das okay? Da wurde nicht eine Meinung geändert, sondern das ist eben mit Absicht so getan, weil die Leute eben die ganze Zeit am Alkohol trinken waren, sage ich mal. Ihr seid besoffen zur Moschee gegangen, ja klar. Aber anfangs, der hätte ja sagen können, genau, okay, anfangs, ihr dürft Alkohol trinken, aber bei der Moschee nicht.
Ja, aber dann kommen, ja, aber das hast du nicht Gott zu sagen, verstehst du? Das müsstest du dann Gott fragen, warum er das nicht so und so hätte formulieren können. Weißt du, wie ich ja, meine? Also, ist ja so allgemein. Also gibt es da eine Telefonnummer oder so? Das Ding ist, genau, die Abrogation von Alkohol. Also anfangs haben die Leute ja viel Alkohol getrunken. Er konnte nicht von 0 auf 100 sagen, dass, hey, ihr müsst jetzt sofort aufhören mit eurer Hobby. Also später konnte er von 0 auf 100. Zuerst, ja, natürlich, das musste ja, das ist. Also zum Anfang konnte er nicht und später konnte er. Nein, es ist ein Prozess, nicht er konnte nicht, er hätte natürlich machen können, aber damit die Menschen das. Ja, wieder ein Prozess, dann hätte er doch sagen müssen, okay, ihr dürft nur so und so viel Promille haben oder ihr dürft nur eine Flasche, was auch immer trinken oder. Damals war das so, zuerst war es erlaubt gewesen und dann war es nur verboten, wenn man betet. Das war die erste Abrogation. Die zweite war es dann halt, es war komplett verboten. Sobald die Leute sich dann halt dran gewöhnt haben. Also war Gott sich seiner Schöpfung nicht sicher? Also muss er doch irgendwo erkannt haben, scheiße, da wird er irgendwo Fehler gemacht. Er kannte seine Schöpfung. Habe. Darum geht's ja. Er weiß, wie seine Schöpfung funktioniert. Und ja, dann hätte er doch direkt von Anfang an sagen können, ey, die werden sich alle besaufen. Also mache ich direkt meinen Text fertig. Alkohol ist strikt verboten. Noch besser, wenn er Gott ist, hätte er die Möglichkeit, überhaupt Alkohol zu brennen, doch direkt abschaffen können. Richtig? Das Leben ist ein Test, natürlich. Wie ein Test? Ja, also Leben ist er pervers oder was? Er kennt doch im Prinzip die Zukunft. Er weiß doch, wenn Leute sündigen. Es steht doch im Koran drin, dass er auch Frauen für die Hölle vorgesehen hat, dass auch Menschen für die Hölle vorgesehen hat. Also ist es doch im Prinzip so, als wenn ich sage, also eigentlich weiß ich, wie du reagierst, aber ich quäl dich noch ein bisschen. Und wenn du so reagierst, wie ich das eigentlich schon weiß, dann bestrafe ich dich. Ja, ist das nicht pervers? Nein, weil der Mensch hat immer noch einen freien Willen. Er weiß, nee, wie der jede Der Mensch hat keinen freien Willen. Du darfst kein Schweinefleisch essen. Hast du einen freien Willen? Darfst du Schweinefleisch essen? Du, ich kann Schweinefleisch essen. Das ist der freie Willen. Ich kann jetzt hingehen und Schweinefleisch essen. Du darfst essen. Nicht. Nein, du darfst nicht. Ich darfst kann, nicht. Aber ich habe einen freien Willen, dass ich jetzt hingehe zum, ich weiß nicht, zum Rewe und mir fetten Schweinshoxen eine Haar, weißt du, was ich meine? Ich habe diesen freien Willen. Aber pack mal auf, Allah hat doch alles in seinen Tafeln im Himmel niedergeschrieben, die auch ja, die Sünde guck der mal, Menschen. Ja, das ist aber ein Thema für sich. Richtig. Das ist ein Thema. Ja, das ist gut. Ich lass ihn kurz ausreden, also nur eine Minute. Ich habe gerade gestern da. Wieso tut ihr so, als würde ich euch nicht ausreden lassen? Ich habe doch nur kurz dazu geredet. Alles gut, ich wollte nur kurz meinen Satz zu Ende führen. Ich habe gestern ungefähr eine DIN A4-Seite genau zu dem Thema geschrieben, ob es im Islam eine Vorherbestimmung gibt oder nicht. Und ich habe dutzende Quellen rausgesucht, wo Allah ganz eindeutig sagt, dass er derjenige ist, der irre leitet und er derjenige ist, der bestimmt, der recht geleitet wird. Ja, und heißt es, und man kann als Moslem sozusagen auch gar nicht frei entscheiden, ob es vorher bestimmt wird oder nicht. Das ist wie eine Lotterie quasi. Ja. Also ja gut, ich will jetzt euch die Quellen noch nicht an den Kopf hauen, aber wenn es sein muss, kann ich das gleich tun. Ja. Es gibt im Arabischen sowas wie Qadr und Qada, okay? Qadr bedeutet das, was man eben, was verändert werden kann. Aber jede Ausgangsposition weiß Gott. Wie er das weiß, können wir nicht aus unserem menschlichen Verstand rauslesen. Ja. Und dann gibt es Qadar. Das sind zum Beispiel spezielle Daten. Zum Beispiel am 27.08.2027 wirst du heiraten. Da steht aber nicht, also so wird es uns erklärt im Arabischen. Da steht nicht mit wem, da steht nicht wo, da steht nicht, keine Ahnung. Wisst ihr, was ich meine? Aber dass du an diesem Tag heiraten wirst, ist vorbestimmt. Diese Sachen sind zu 100% vorbestimmt. Aber dann gibt es Qadr-Sachen, wo du, sagen wir mal, du bist am Autofahren und da gibt es zwei Ausgangspositionen. Entweder du betest, dass es dir gut gehen wird bei dieser Autofahrt und Gott wird dieses Gebet erhören und bringt dich heil nach Hause. Oder du betest nicht und du machst einen Autounfall und stirbst. Diese zwei Ausgangspositionen gäbe es zu dem Zeitpunkt. Einen freien Willen, dieses Gebet auszusprechen, hatte man aber. Verstehst du? Ich weiß, was du meinst. Ja. Ich habe hier
aber mehrere Koranverse jetzt vor mir liegen, die genau das Gegenteil behaupten. Zum Beispiel in Sure 6, Vers 125. Darin steht zum Beispiel, wem es Allah zu seinem Schicksal bestimmt, zum Islam zu kommen, dem öffnet er hierzu die Brust. Und bei wem es Allah beliebt, ihn in die Irre zu führen, dem macht er die Brust vor Schmerz, als würden sie zum Himmel emporkehren. Ja. Und so ist es Allah, der jede Unreinheit und weitere Sünde über solche verhängt, die nicht glauben. Also, Allah verhängt die Sünde, steht in diesem Vers. Ja. Im nächsten Vers zum Beispiel, in Koran 778 steht, wer von Allah geleitet wird, ist recht geleitet. Und die er in die Irre führt, die sind die Verlierer. Also er führt in die Irre, nicht die Leute gehen in die Irre. Ich verstehe es nicht ganz. Ja, okay, aber das Ding ist, die Leute, die nicht verstehen wollen, die haben nichts anderes verdient. Die Leute, die ihr Kopf... Aber er führt sie doch in die Irre. Die haben nichts anderes verdient. Ja, aber zum Beispiel der unschuldige Junge, der von Khidr umgebracht wird. Der unschuldige Junge in der Mosi-Geschichte, ja? Der hat nichts getan, keine Sünde gemacht. Der ist einfach nur von Allah auf diese Welt gesetzt worden. Und Allah hat eines Tages beschlossen, diesen Jungen, der noch nie etwas Böses gemacht hat, umbringen zu lassen und durch einen besseren ersetzen zu lassen. Er kommt in den Himmel. Er hat so ein schönes Leben im Himmel wahrscheinlich. Viel schöner, als wir es uns alle je vorstellen können. Was soll er denn als Kind mit 72 Jungfrauen anfangen? Er kommt in den Himmel, er bleibt ein Kind. Was soll er mit 72 Jungfrauen anfangen im Himmel? Darf ich jetzt Kinder umbringen und sagen, ist ja nicht so schlimm, der kommt in den Himmel, alles gut oder wie? Ich meine, was ist das für eine Moral? Ja, natürlich. Ja. Naja, die Moral ist, dass dieses Leben, das diesseits, in gar keinen Zusammenhang mit dem Jenseits steht. Außer, dass dass wir eben einen Verstand haben und das glauben können, was wir glauben wollen. Und aber warum darf der Junge nicht das Leben erstmal hier genießen, seine Erfahrung machen? Gott hat ihm das schönere Leben zum Genießen gegeben. Aber es geht ja in dem Zusammenhang auch darum, dass es darum geht, dass du gesagt hast, die Menschen hätten eine freie Wahl, sich für das Gute und für das Schlechte zu entscheiden. Und ich habe gesagt, das stimmt nicht. Allah hat alles vorherbestimmt. Und in dem Fall von diesem Jungen hat der Junge ja überhaupt keine Sünde begangen quasi. Und Allah hat trotzdem einfach entschieden, dass er sogar durch einen besseren ersetzt. Es gibt ein Hadith, wo Muhammad hoch empor gestiegen ist zum Himmel. Und dort hat er gesehen, Kinder, alle sind im Paradies, also keiner war in der Hölle. Jedes Kind, was je gestorben ist, ist im Paradies. Deswegen verstehe ich nicht, worauf... Ja, warum werden denn Kinder erst geboren? Warum? Was soll das? Warum dann erst die Erde, wenn ich das direkt bringen kann? Das kannst du nicht wissen. Vielleicht als Prüfung für den Vater oder die Mutter oder was auch immer. Aber jedes Geschöpf hat seinen Grund. Ich habe auch eine Frage an dich noch. Wie erklärst du bitte, dass ein Mensch... Also der Mensch hat nur ein Bewusstsein, weil sein Körper sozusagen wach ist. Also sein Körper arbeitet. So dein Gehirn ist im Prinzip er arbeitet nur, weil dein Körper arbeitet. Also du hast nur ein Bewusstsein, weil dein Gehirn durchblutet wird, dein Herz arbeitet etc. Und wenn du stirbst, funktioniert das nicht mehr. Also diese ganzen Abläufe laufen nicht mehr ab. Und du sagst, man kommt in den Himmel, aber du hast gar nicht mehr ein Bewusstsein. Du weißt nicht mehr, dass du existierst. Du bist einfach nicht mehr existierend sozusagen. Also du weißt nicht, dass du existierst. Du bist einfach, also dein Bewusstsein ist weg. Christina, wenn ich da mal zwischengrätschen darf. Nein, warte, ich möchte Sie bitte fertig reden hören. Ja, ich wollte dir gerade recht geben, Double Whopper, weil da gibt es Studien, die tatsächlich bereits bewiesen sind, auch medizinisch, unter anderem von Professor Pim van Lommel, über zum Beispiel Nahtoderlebnisse und so weiter, dass das Bewusstsein unabhängig vom Gehirn funktioniert, weil zum Beispiel Nahtoderfahrene im Prinzip keine Gehirnfunktion mehr haben,
auch Minuten später nicht mehr und so weiter und so weiter. Ja. Aber sie außerkörperliche Wahrnehmung haben, die sogar bewiesen werden konnten, würde jetzt zu weit führen, um das genau mal zu erklären. Das ist halt keine anerkannte Wissenschaft, oder? Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt wirklich so... Ich kann dir da Material geben. Naja, schwierig. Es ist umstritten so. Und meine Frage war eigentlich, wie ist einem dann bewusst, dass man im Himmel ist? So, wie kannst du dann wissen, du bist im Himmel? Ja, aber du trennst da das Diesseits und das Jenseits nicht. Das sind zwei komplett verschiedene Lebens... Kann es nicht sein, dass man im Jenseits ein Bewusstsein hat? Bitte was? Also es kann ja nicht sein, dass du im Jenseits ein Bewusstsein hast, wenn dein Bewusstsein sozusagen aus ist, also es existiert nicht mehr. Da müssen wir eben in ein anderes Thema springen. Das ist, ob es würde die Seele zu weit führen, ja. existiert, ob es etwas wie eine Seele gibt. Und ich glaube, so tief möchten wir jetzt nicht hineingehen. Ja. Aber solange du glaubst, ja. dass eine Seele existiert und sie emporgehoben wird. Ja, aber dann, ja, kann ich nichts machen, weißt du. Aber das war halt meine Frage, so ob es dafür eine Erklärung gibt, vielleicht im Ja, Koran die Seele. So. Und die Seele ist. Aber was? Ich hätte eine andere Frage an Whopper. Und zwar, es wird ja mal gesagt, im Koran gibt's keine Fehler, richtig? Was wird gesagt? Im Koran. Der beinhaltet keine Fehler. Mhm. So, kennst du die Sure At-Tahrim? Also 66, 12? Also Sure 66, Vers 12, so. Da steht zum Beispiel drin. Vom Vers her nicht, nee. Da steht zum Beispiel drin. Und auch von Mariam, Amrans Tochter, die ihre Scham unter Schutz stellte, worauf wir sie von unserem Geist einhauchten, und sie hielt die Worte ihres Herrn und seine Bücher für wahr und gehörte zu den Allah demütigen Ergebenen. So, wenn wir uns jetzt die Blutlinie ansehen, dann existiert ja der Stamm Levi zum Beispiel, Amran, und da ist seine Tochter Miriam. Und daraus entsprangen im Prinzip die Hohepriester. Kann man nachlesen im vierten Buch Moses 26, 59. Und dann gibt es den Stamm Juda. Ursprung Abraham, Jakob, Juda, dann Maria und da stammt Jesus. Also du siehst, dass hier im Prinzip ein Fehler drin ist, nämlich dem Amram wurde die Mariam zugeschrieben und nicht die Miriam. Und das ist ein eindeutiger Fehler im Koran. Da bin ich leider zu unbelesen für. Also ich. Okay, dann schau es dir einfach mal an. Sure 66, 12. Und dann musst du einfach mal die Blutlinie vom Stamm Levi oder vom Stamm Juda schauen. Ich kann dir auch Daten geben, Stamm Juda, zum Beispiel Offenbarung 5,5 oder Matthäus 1, 2 bis 3 oder wie gesagt, Stamm Levi, 4. Mose 26, 59. Das ist ein eindeutiger Fehler. Also falscher Vater, falsche Tochter, wie du es auch mal nennen willst, ne? Ja, ich wollte auch noch mal kurz was sagen. Du hast ja vorhin von Abrogation geredet und von dem Alkohol und sowas. Und kannst du mir oder kann überhaupt irgendein Moslem mir sagen, wie viele Verse genau im Koran abrogiert wurden? Weil darüber sind sich ja nicht mal die Gelehrten einig. Al-Suyuti sagt zum Beispiel 20, ich habe es gerade geöffnet hier, Al-Suyuti sagt 42, das die ganzen Namen. Also das geht bis 238 hoch. Also niemand weiß genau, welche Verse im Koran eigentlich abrogiert sind. Da kann eigentlich dann im Endeffekt auch niemand wissen, was noch im Koran gültig ist. Also zumal tausende Seiten fehlen. Ne? Und weil er Arabisch spricht, ein Rasen, wie er gesagt hat, ein Wortstamm, ein Rasen heißt das ja, glaube ich, kann unter anderem wirklich bis zu 20, 30 verschiedene Bedeutungen haben. Aber das führte ja auch dazu, dass über 700 Quirats, also Lesearten, entstanden sind, die da Utman darauf dann 99% verbrennen musste. Also wir wissen heutzutage gar nicht, was überhaupt im Koran noch richtig ist und was überhaupt die Worte Mohammeds aus dem Originalkoran waren. Ja. Nein, den Originalkoran haben wir ja, aber da gibt es verschiedene Rechtsschulen.
Im Moment, der ist aber nicht vollständig. Jede Rechtsschule und sogar jeder Gelehrter in diesen Rechtsschulen widerspricht sich in der Anzahl der abrogierten Verse. Also niemand weiß, welche Verse eigentlich abrogiert sind und welche nicht. Ich will auch nur kurz sagen, ich mache nicht mehr so lange. Wenn noch jeder irgendwie was sagen will, ich will gleich den Stream beenden. Ist ja schon fast 5 Uhr. Okay, krass, dann ja, okay. Ja, okay, dann war das aber auch mein Abschlusswort. Ja, abrogierte Verse, keiner weiß wie viele und das ist ein gewaltiges Problem. Also für die Glaubwürdigkeit. Definitiv. Und danke dafür. Danke für den Beitrag. Ich weiß nicht, gibt's noch irgendwas, was ihr sagen möchtet, dann könnt ihr jetzt nochmal. Ansonsten lasse ich den Stream so langsam ausklingen. Ja, also ich denke mal, wir haben Double Whopper jetzt genug gedemütigt, den will ich nicht sagen, aber aufgeklärt. Damit sollte man auch das Ganze dann schließen. Aber es war wie immer sehr interessant, Bo. Und ich bedanke mich für die Geduld beim Zuhören meinerseits und ich wünsche auch allen Anwesenden hier und Zuschauern eine schöne, entspannte Restnacht. Morgen ist Samstag, hey, hoch die Hände, Wochenende, ne? Auch also an Double Whopper kann ich sagen, ich finde es gut, also das kann ich dir als Kompliment machen. Du bist echt ruhig geblieben, zumindest die meiste Zeit. Obwohl ich tatsächlich finde ich gedemütigt ein sehr gutes Wort. Aber das zeigt auch viel, von Menschen, deren Charakter, wie es aussieht. Habe ich nichts wirklich weiter zu sagen. An sich ja, natürlich, man bildet sich immer weiter und man informiert sich immer mehr. Die Verse, die ich die ganze Zeit gehört habe, habe ich eigentlich sehr, sehr oft gehört und hätte eigentlich auch theoretisch die richtigen Antworten dazu. Aber die fallen jetzt zur Zeit aber nicht ein. Jetzt ging sich um 5 Uhr in der Früh doch nicht aus, während ich im Bett liege. Da antwortet eigentlich man irgendwas und nicht die richtigen Antworten. Ist oh mein Gott. Ja, also wir sind jetzt beim Schlusswort, nicht mehr beim Diskutieren ja, oder so. Eben. Ganz genau. Ja, danke auf jeden Fall. Sage ich okay. Mal. Okay. Jo, ich wünsche euch auch einen schönen Abend. Dann gehe ich jetzt runter. Hat mich gefreut und leider war es ziemlich kurz. Ich hätte auch noch viel zu sagen gehabt. Nächstes Mal gerne. Ich denke an dich und auch an Jar Jar Binks, der vorhin auch rein wollte. Also nächstes Mal habe ich euch dann im Blick, dass ihr zuerst reinkommt, wenn ich irgendwie mehrere reinlasse oder wie auch immer. Okay. Cool, danke auch an Christina. Ja, danke euch auch. Schönen Abend allen. Danke. Tschüss. Gute Nacht, guten Morgen, wie auch immer. Ciao, ciao. So. Ach krass, immer noch fast 100 Zuschauer. Ja, also wie immer, so ein paar Minuten läuft der Stream noch. Ich lese noch ein paar Kommentare. Danke, Mettet. Du bist ja auch noch wach. Ja, danke, ich fand es auch sehr unterhaltsam, also die letzten Stunden. Wieso bist du Atheist, wenn ich fragen darf? Weil ich halt keine Gründe sehe, an Gott zu glauben. Eigentlich ist ganz einfach beantwortet. Genauso wie du, und das meine ich gar nicht als Beleidigung oder als Provokation, aber es ist halt einfach so, es gibt ja irgendwelche Sachen, an die du nicht glaubst, wo für dich ganz klar ist, dass es diese Sachen nicht gibt, oder zumindest, wo du dir nicht vorstellst, dass es Sachen gibt, oder wo du einfach sagst, du hast keinen Grund, das für möglich zu halten, oder wie auch immer. Zum Beispiel Kobolde oder irgendwas anderes, was halt ja für dich nicht glaubwürdig ist. Und genauso ist es bei mir mit Gott. So, ich sehe einfach keinen Grund, warum ich daran glauben sollte. Und deswegen bin ich nicht so überzeugt. Woran hältst du fest, wenn es dir schlecht geht? An mir selbst, an Freunden, an Familie. Ich meine, ich würde sagen, oder ich will jetzt nicht für jeden sprechen, aber so die meisten, die ich kenne, sagen dasselbe, was das angeht. Also je älter man wird,
desto mehr merkt man, dass es immer irgendwelche Sachen geben wird im Leben. Und es kommen auch immer wieder neue Sachen, die einen stören, wo man mal Phasen hat, wo es einem vielleicht ein bisschen schlechter geht. Bei manchen Personen kann es auch mal sein, dass es sogar zu einer Depression kommt, sodass es länger anhaltend ist oder wie auch immer. Aber also bei mir war es zumindest immer so, dass mir das, egal was passiert ist und egal wie schlecht ich mich gefühlt habe, es dann doch irgendwie weiterging. So, die Sonne ist weiter aufgegangen, ich habe weiter gelebt und nicht irgendwie verlernt zu lachen und Tage zu haben, wo ich mich gut fühle. Und daran versuche ich mich zu erinnern, wenn es mir dann schlecht geht. Und das klappt. Also bei mir funktioniert es. Ich weiß nicht, ich brauche keine Vorstellung von Gott, um eben daran zu glauben. Ja, so wie jetzt Christina schreibt, dass auch bessere Zeiten kommen. Und auch, ja, das bewusst, oder wenn man weiß, dass eine gute, positive Einstellung eher was bringt als eine schlechte Einstellung. Das hilft auch. Ja, aber ich verstehe schon. Also dieses, klar, es ist schon ein schöner Gedanke, wenn man glaubt, dass irgendwie jemand da ist, zum Beispiel in dem Fall Gott, der für einen einen Plan hat und der auf einen aufpasst. Aber das ist halt dann für mich dann dieses Wunschdenken. Also nur weil ich gerne jemanden hätte, der auf mich aufpasst und jemanden, der für mich einen Sinn hat und wie auch immer, das reicht mir halt nicht, um überzeugt zu sein. Weil ich wäre auch ganz gern Multimillionär und das ändert nichts daran, dass halt auf meinem Konto keine Millionen sind. Also ich habe schon viel erlebt, das mir gezeigt hat, dass es Gott bzw. den Heiligen Geist wirklich gibt. Okay. Ja, die Sache ist halt, es gibt andere Leute, die erleben auch Sachen und sagen, diese Sachen haben denen gezeigt, dass es ihre Götter gibt. Und dann haben wir halt ein Problem, weil dann heißt das ganz klar, dass diese Erlebnisse und diese Gefühle, die man da hat, die einen denken lassen, dass es diese Wesen gibt, scheinbar nicht so, verlässlich sind. Es geht immer weiter bis zum Tod, genau. Das Leben ist Veränderung und Anpassung, ja, würde ich auch sagen. Dennis sagt, Philosophie bietet Alternativen, ja, definitiv. Also so an alle Leute, die vielleicht denken, so, wenn es keinen Gott gibt, heißt es nicht, dass es keine anderen Sachen gibt, die diese Lücke, sage ich mal, füllen können. So, ich weiß nicht, es gibt vielleicht keine Philosophie, die euch verspricht, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ach, ich weiß, Barry, du denkst da was anderes, aber also bestimmte Sachen kann man vielleicht, wird man nicht ersetzt bekommen, aber mir geht es halt nicht darum, was sich für mich am besten anhört, so welche Vorstellung sich am besten anhört, so wo ich mich am wohlsten fühle, sondern ich will das wissen oder das für richtig halten, was halt wirklich so ist. Und die anderen Dinge, die ich nicht glauben kann, die kann ich halt nicht glauben. Wenn man sich sicher sein kann, macht Religion keinen Sinn. Ich weiß nicht. Also hat dann Mohammed zum Beispiel als Beispiel, war dann für Mohammed Religion sinnlos, weil er wusste ja, dass es Gott gibt. Er wusste es ganz klar. In irgendeiner Form hat er mit ihm kommuniziert. Hat für ihn dann die Religion Sinn ergeben? Oder? Also ich würde nicht sagen, dass irgendwie Religion keinen Sinn ergibt, wenn man weiß, dass es Gott gibt. Wenn ich weiß, dass es Gott gibt, dann ändert es ja nicht so viel, sondern nur, ich weiß es dann, statt es nur stark zu glauben oder wie auch immer. Ich weiß nicht, was da das Problem sein soll. Es gibt verschiedene Wege, die man einschlagen kann, sagt Dennis. Ja. Danke, Forza. Keine Ahnung. Wo ist der Sinn im Leben ohne mehr dahinter? Ja, das ist halt die Sache, Ivan, das ist dieses Wunschdenken. Also nehmen wir einfach mal an, da gibt es keinen größeren Sinn dahinter. So, nur weil du das blöd findest, heißt es nicht, dass es so ist. So wie gesagt, ich finde es blöd, dass auf meinem Konto keine Millionen sind. Wenn ich mich jetzt einlogge, wird es nichts daran ändern, dass da keine 10 Millionen stehen, sondern irgendwie, ich weiß nicht, nicht so viel. Im Prinzip haben alle an denselben, nur dass die einen anders denken als die anderen. Ja, das höre ich auch immer wieder, dass ja am Ende irgendwo alle dasselbe glauben, aber so ist es gar nicht. Das kannst du dir, oder von mir aus kannst du das denken, aber wenn eine Person glaubt, dass es einen Gott gibt und der hat diese Eigenschaften und ein anderer glaubt, es gibt mehrere Götter mit anderen Eigenschaften, dann kannst du nicht sagen, dass die alle irgendwo dasselbe glauben. Nee, tun sie nicht. Gott hat uns Menschen schon vor langer Zeit verlassen und aufgegeben, sagt 2 Mai Tai. also ich lache wegen dem Namen. Ja, also scheint zumindest so, als ob er jetzt nicht mehr eingreift.
Und das ist ja diese Theodizee-Frage, also die dann auch mich nicht daran glauben lässt. Also wenn es einen Gott gibt und er ist gütig und allmächtig und allwissend, er greift aber nicht ein, so da passt irgendwas nicht. Also entweder kann er nicht eingreifen oder er will nicht eingreifen oder es gibt ihn nicht oder keine Ahnung. Ja, verstehe ich, Barry. Also dass man, wenn man so eine Erfahrung hatte, auch eher daran glaubt. Aber ja, ich weiß nicht, es gibt halt keine Universität, die irgendwie, also ja, vielleicht findest du dann doch eine, aber ich meine, also meines Wissens nach ist Nahtoderfahrung, wie auch immer, Leben nach dem Tod, keine anerkannte Wissenschaft. Und du kannst mir gerne Dinge schicken, vielleicht kannst du mich überzeugen und dann ändere ich meine Meinung. Wir leben alle, aber es gibt einen Gott, okay. Nur den Odin, sagt jemand. Nur hat Gott wohl einen echt schwarzen Humor. Ja, dann ist das das Mindeste. Also dann, ja. Kann ich schlafen und schaue jetzt den Stream. Na, nice. Da bist du wahrscheinlich nicht allein. Religion ist erfunden worden, um früher die primitiven Leute in Schach zu halten, oder? Ich glaube jetzt nicht, dass jede Person, die da irgendwie beteiligt war, nur das im Sinn hatte. Dieses Glauben an Leben nach dem Tod ist ja nicht einfach nur da, um Menschen zu manipulieren. Ich glaube, das wollten auch Leute einfach so glauben. Ja. Gott lässt den Menschen die Freiheit, Gutes oder Böses zu tun. Okay. Hätte Gott den Menschen diese Möglichkeit nicht gegeben? Kommt wahrscheinlich noch was. Abul Bara ist jemand, der dir auf alle Fragen antworten kann. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dem Typen reden will. Der ist mir wirklich extrem unsympathisch. Extrem unsympathisch. Wäre der Mensch wohl eine Art Marionette in den... Alles mit Manipulation macht keinen Sinn, da sich die Geschichte der Götter schon seit Jahren gibt. Das heißt nicht, dass es da nicht Manipulation geben kann. Es kann ja sein, dass es mal eine Religion gab, die unter anderem zur Manipulation verwendet wurde. Dann gab es aber irgendwelche Menschen oder einen, der sich gedacht hat, da haben jetzt andere Leute, die diese Religion verbreiten, die Macht, aber ich will die Macht. Also fange ich an, ein paar Leuten oder ein paar Freunde und ich fangen an, eine etwas andere Geschichte zu erzählen, die aber ähnlich ist. Und da sind wir aber die, was weiß ich, die religiösen Führer. Und dann also ist es so leicht, da irgendwie plausible Gründe zu finden, warum Leute das machen sollten. Und das sieht man auch nicht nur in Religion. Also es ist einfach, da braucht man gar nicht viel Fantasie. Religion waren ganz einfach die ersten Gesetze, glaube ich. Boah, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube auch nicht, dass irgendwie die erste Erkenntnis über Moral durch irgendeine Religion kam. Das ist ja ganz einfaches. So, da ist ja ein ganz einfaches Prinzip dahinter, wenn wir überlegen, was richtig und was falsch ist. Es geht immer um dieses, oder man kann es immer unterbrechen, finde ich, auf: Willst du, dass es dir passiert? Nein, so, warum nicht? Weil es dir schadet, weil es dir wehtut. Wollen die anderen es auch nicht? Nein, wollen sie nicht, weil es auch ihnen schadet oder wehtut. Also einigen sie sich drauf, das nicht zu machen. Und dann hast du schon deine Regeln. Hast du eine Religion? Nö, Atheisten haben keine Religion. Wenn man sich die 10 Gebote anschaut, wenn man sie nicht einhält, kommt man nicht in den Himmel. Also ja, wenn du daran glaubst, okay. Ja, aber Tora, Zeus gab es schon vor so und so viel tausend Jahren und da gab es auch Leben nach Tod. Ja, klar, also weil es ein Punkt ist, dass die Religionen irgendwie ähnlich sind und dass die eine oder andere Religion von der anderen abgeschrieben hat, inspiriert wurde, wie man es auch immer nennen will. Klar.
Das erste Gesetzbuch war der Codex Hammurabi, Babylonien. Ah, okay. Ja gut, also dann wahrscheinlich halt das erste Mal, wo man so ein Buch gefunden hat mit Regeln. Aber das heißt ja nicht, dass es das erste Mal war, wo es überhaupt irgendwie Regeln gab. Also die müssen ja nicht aufgeschrieben sein. Und ja, ich glaube, also wenn man bedenkt, dass der Homo sapiens irgendwie wie alt? 200.000 Jahre alt ist oder irgendwie sowas ist, dann kann man sich ja denken, dass die nicht irgendwie 180.000 Jahre oder so nicht wussten, was Regeln sind, nicht verstanden haben, was richtig und was falsch ist. Und nach 180.000 Jahren kam dann so irgendwann mal jemand auf die Idee, ich glaube, töten ist falsch und ich glaube, klauen ist falsch und ich glaube, vergewaltigen ist falsch und wie auch immer. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so war. Glaubst du, dass der Hinduismus was mit Außerirdischen zu tun hat? Nee, glaube ich nicht. Glaubst du an die Morlochs und Anunnaki? Nee. Ich hab schon so ein. Waren Morlochs nicht die bei The Time Machine? Diese Wesen, die unter der Erde leben? Oder hat es irgendwas damit zu tun? Auf jeden Fall, nee. Also ich glaube an gar nichts Übernatürliches oder irgendwas in der Richtung. Heißt nicht, dass ich sage, dass es sowas auf keinen Fall geben kann. Es ist einfach nur, ich sehe keinen Grund daran zu glauben, bis irgendwelche Gründe auftauchen, die für mich dann überzeugend sind. Gott sei mit euch allen und helfe euch. Ich mache jetzt Party. Liebet und vermehrt euch, okay? Nee, ich glaube nicht an Gott, Kara, Dennis. Atheist, wie stehst du zu den ganzen UFO-Zeugs aus den USA? Ich weiß nicht, da wurde ja irgendwie vor ein paar Monaten so ein Mega-Wind draus gemacht. Ich habe nicht so richtig verstanden, warum. Im Endeffekt waren dann da ein paar Leute, die ein bisschen gesprochen haben. Ich verstehe gar nicht, warum die überhaupt angehört wurden. So vor irgendwas Staatlichem, wie auch immer. Mir reicht es auch nicht, wenn irgendwelche ehemaligen, was war, ich weiß nicht, Air Force, wie auch immer, Typen irgendwas erzählen. So, ich brauche schon Beweise. Und dann diese Bilder, die man dann sieht, oder Videos sogar, sind ja oft echt in einer merkwürdig schlechten Qualität. Abgesehen davon kann man ja heutzutage alles editieren und wie auch immer. Also ich bin nicht überzeugt davon. Außerirdische sind nicht übernatürlich. Ah, okay, also sind bei Anunnaki und Morlochs, oder war das überhaupt irgendwie in irgendeiner Form in der Verbindung? Geht es da nicht um irgendwas Übernatürliches? Aber ja, ich glaube auch nicht, dass Aliens auf der Erde waren und Menschen irgendeine Technologie gezeigt haben. Heißt nicht, dass ich es ausschließe. Ich sage nur, ich bin nicht davon überzeugt. Was ist der Sinn des Lebens für dich? Keine Ahnung, einfach glücklich zu sein. Ja, bin auch skeptisch, aber die behaupten schon krasse Sachen. Ja, klar, behaupten kann man ja alles. Aber ich habe es mir jetzt auch nicht großartig angeguckt. So ein paar Ausschnitte gesehen und davon fand ich jetzt halt nichts irgendwie überzeugend. Alles hat Energie und ist im Austausch hier. Aber was willst du damit sagen? Also worum geht's? Bin ich ja richtig bei 1001 Nacht, schreibt jemand. Bist noch jung. Ja, aber auch nicht so jung. Aber auch Außerirdische wären Natur, nicht übernatürlich. Okay. Ich weiß nicht. Kann es sein, Kukuluku TV, ohne es dir unterstellen zu wollen, dass du gern mal Fehler irgendwo bei jemandem suchst? Vorhin hast du irgendwas gesagt mit sind Bakterien Tiere, was ich nie gesagt habe. Das kommt jetzt so ein bisschen so rüber. Also ich habe auch nicht gesagt, dass Außerirdische übernatürlich sind. Keine Ahnung. Der Energieausstoß kurz vor einem Kuss ist auch fühlbar, oder nicht?
Was? Was für ein Energieausstoß von einem Kuss? Was meinst du? Aliens existieren auch natürlich. Okay. Woher weißt du das? Ja, ich verstehe Kokoloko TV, nur wann habe ich gesagt, dass Aliens übernatürlich sind? Das Wissen der Wissenschaft geht nur bis zu einem gewissen Grad. Ja, sehr weise Worte.